Ah, tada! Crow Country. MR Skyline Twitch just resubbt vor 7 Monats. Jetzt hab ich auch geh wieder mal Zeit für einen Stream. Einschaltungszeichen, Einschaltungszeichen. Vielen Dank, Mr. Skyline Twitch. Das freut mich sehr. Hey, ist das Spiel ein bisschen laut zufällig? Kann das sein? Ist das Spiel ein bisschen laut zufällig? Moment. Ah, das machen wir am besten in den Spieleinstellungen vielleicht. Machen wir es mal auf 4, oder? Ich glaube, das ist noch laut genug. Sagt mir gerne Bescheid, wie es ist. Ob man mich noch versteht, ob man das Spiel hört, wenn wir dann drin sind und so weiter. Neues Spiel. Du wirst nicht angegriffen. Überall. Naja, da machen wir Survival-Horror, ne? Ich spiele ja so Horrorspiele gerne auf dem leichten Schwierigkeitsgrad, weil ich ein Schisser bin. Aber du wirst nicht angegriffen, klingt ein bisschen zu lame. Ich hätte schon gern ein bisschen Gefahr. Aber ich brauche keine Krähenschar. Das reimt sich. Und was sich reimt, ist gut. Also Pumuckl sagt Survival-Horror. Bam. Crow Country. Was an dem Spiel ist Five Nights at Freddy? Nur das Setting. Man ist in dem alten, verlassenen Vergnügungspark und die Gegner sind ein bisschen schwer zu definieren, aber haben schon sowas von so Animatronik-Puppen, finde ich. Aber könnten auch Fleischklöpse sein, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Wir heißen auf jeden Fall Mara. Mara Forest. Das Auto sieht irgendwie geil aus, oder? Ich mag das Auto irgendwie voll gern. Special Agent Mara Forest. Das bin ich. Vergiss es nicht. Okay. Vermassel es nicht. Auch nicht. Wir dürfen es nicht vergessen und nicht vermasseln. Okay. Hi Nils und Claire und alle. Ich bin auf der Gamescom tatsächlich, ja. Ich kann euch noch nicht genau sagen, an welchen Tagen. Ich habe jetzt Tickets von Mittwoch bis Samstag, aber ich werde bestimmt nicht jeden Tag dort sein. Aber garantiert, also von den öffentlichen Tagen garantiert am Samstag. Hi Arthur. So. Das sieht schon sehr nach einem PlayStation 2 Spiel aus, finde ich, ne? Die ganze Ästhetik. Final Fantasy 7 so, ne? Fühlt sich's für mich an, optisch. Jetzt schauen wir mal kurz, wie die Steuerung geht. Ganz interessant finde ich, dass wir tatsächlich selber zielen müssen. Also, dass das nicht wie in Resident Evil, dass wir automatisch nur so ungefähr in Richtung zielen müssen. Das ist eher so ein bisschen Resident Evil 4 mäßig, aber mit so einer schrägen Top-Down-Kamera. So, Kofferraum meines Autos. Da können wir Sachen aufbewahren, ich verstehe. Das ist meine Kiste mit Handfeuerwaffenmunition. Soll ich Nachschub besorgen? Warum nicht? Munition nehmen. Handfeuerwaffenmunition. Ich habe genug. Okay, wir haben im Kofferraum, können wir uns anscheinend immer neue Munition holen. Mein Auto. Ich werde es hier lassen. Es könnte gefährlich sein, noch weiter zu fahren. Okay. Vermisstenanzeige. Polizeidezernat Atlanta. 215 Lakewood Way Südwest, nehme ich an, oder so. SW, keine Ahnung. Atlanta GA 30315. Name Edward Crow, 57 Meter. Ich schätze mal 57, männlich. Oder Edward Crow ist 57 Meter groß. Kann jetzt beides sein. Gucken wir mal, werden wir rausfinden. Beruf Firmenbesitzer, Grundbesitzer. Gesundheitliche Verfassung unbekannt. Zuletzt gesehen von Mr. Tallman, 42 Meter. Der ist ein bisschen kleiner als Edward Crow. Letzte Begegnung, Aufenthaltsort Crow Country Anwesen. Hey, Switch. Dankeschön, freut mich.
Final Fantasy 7 war PlayStation 1. Ja, dann meine ich PlayStation 1. Optik. Falls ich 2 gesagt habe. Okay. Meldung abgegeben von Natalie Crow, 27 W. Verhältnis zum vermissten Tochter. Meldung erfolgt an Detective Harris James, 05061. Das sind doch gar nicht wir. Wir sind nicht Detective James. E.L. Crow. Wie heißt der Vermisste gleich nochmal? Oh, was haben wir denn hier? Ach so. Ah, den Kofferraum kann man wahrscheinlich später aufbrechen, I guess. Muss ich nochmal kurz gucken. Der Vermisste heißt Edward Crow. Für was steht das L? Anscheinend hat er einen zweiten Vornamen oder sowas. Edward Laser Crow. Ah, unser Inventar. Wir haben eine Pistole mit 8 Munition. Ich lad mal nach. Oh. Hört ihr das? Wir haben den Herzschlag. Das ist schon sehr Resident Evil, ne? Aber schön finde ich es, dass anscheinend hier unsere Questgegenstände und unsere Waffen sortiert aufgelistet werden. Ob das auch unterschiedliche Inventare sind und ob das begrenzt ist, weiß ich gar nicht. Ich muss nur schnell rausfinden, ob es eine Laufentaste gibt. So kann ich zielen. Menü. Ah, hier. Da kann man laufen. Uh-oh. I hope it's not Chris's blood. Was ist das hier? Was ist hier passiert? Da steht komplett was anderes wie... Was ist das hier? Naja, okay. Guck mal, sind da Bierflaschen? Ne, das sind irgendwelche Rohre. Das Auto muss hier schon länger stehen. Das sieht fast so aus, als würden hier... Wären hier... What are you buying? Beiarbeiten durchgeführt worden. Während das Auto schon hier stand, ne? Der ist anscheinend hier schon länger, wenn er vermisst ist. Ah, ich will das lesen. Das ist ein Auto. Das ist ein ziemlich schönes Auto, aber es ist komplett zugemüllt. Dem Besitzer ist es wohl ziemlich gleichgültig. Eine Kette, ein Vorhängeschloss. Dieses Vorhängeschloss ist ziemlich verrostet. Wenn ich genug Kraft einsetze, kann ich es bestimmt, geht es bestimmt kaputt. Ein einzelner Schuss sollte auch ausreichen. Hä? Ach so, auf B schießt man. Yeah. Private Property. No Trespassing. Naja, wir sind ja eine FBI-Agentin. Wir dürfen das. Jetzt muss ich mal ganz kurz zurückgehen. Guck mal, ist mir gerade aufgefallen. Da oben ist eine Überwachungskamera, die uns verfolgt. Hier ist jemand, der uns beobachtet. Naja, okay. Ich hoffe, wir haben einen Besuchungsbefehl. Nimm noch Munition mit. Das ist eine gute Idee. Wir haben unsere Waffe ja gerade nachgeladen, ne? Da gehen wir nochmal schnell zum Kofferraum. Habe ich mein Train of Thought verloren. Ist egal. So wichtig war es nicht. Fühlt sich wie Resi 2 an. Ah nee, ich habe genug Munition. Die will trotzdem nicht mehr mitnehmen. Naja, dann gehen wir. Die Grafik sehr sympathisch. Ja, finde ich auch. Was ist das? Das ist ein Diagramm eines Videospiel-Controllers. Okay. Ich verstehe. Ah, Waffe wechseln. Können wir noch nicht. Granaten. Okay, okay, okay. Ja. Ah, Taschenlampe haben wir auch. Nee, haben wir noch nicht, ne? Nee. Das ist eine Seite aus einer Zeitschrift. Megabyte-Zeitschrift. Tipps und Tricks. Mit dem rechten Stick kannst du die Kamera drehen. Wenn du RB gedrückt hältst und deine Waffe einsetzt, wird die Kamera sofort nach vorne ausgerichtet. Das ist irgendwie lustig gemacht, ne? Megabyte-Zeitschrift, Tipps und Tricks, halte B oder RT gedrückt zum Laufen. Und dann, wenn du RT benutzt, kannst du mit R die Kamera drehen. Hä? Aber ich kann doch immer die Kamera drehen. Mit dem rechten Stick. Naja, okay. I guess. Thank you. Ich danke dir, The Landerex. Das ist ein Ticketstand, da ist niemand. Da ist ein Schild mit den Ticketpreisen. Bei den Leuten aus der Gegend war der Park mal ziemlich beliebt. Hey, wisst ihr, an was mich das gerade erinnert? Ehrlich gesagt, Theme Park.
Ich hätte gerade voll Bock, Theme Park auf dem Super Nintendo zu spielen, wo man so auch nur mit einer festen Kameraperspektive von schräg oben so seine Attraktion baut. Das war ein ganz simples, aber voll cooles Spiel. Medkit im Mülleimer. Ich weiß nicht, ob ich die Bandagen aus dem Mülleimer auf meine blutigen Wunden pressen will. Ah, was haben wir denn da? Eine Taschenlampe. Die hat wohl jemand fallen lassen. Cool. Es werde Licht. Okay, dann gehen wir mal rein in Crow Country. Das Spiel hier, das habe ich über Steam gekauft. Das läuft am PC. Das ist auch relativ neu tatsächlich. Ich glaube, das ist erst dieses Jahr erschienen oder sowas. Es ist voller Abfall. Aber wir kriegen nochmal ein Medkit. Ich weiß wirklich nicht, was ich von den Müll-Medkits halten soll. Aber okay. Ein Stromkasten. Ha, okay, mal schauen, ob das irgendwas gebracht hat. Oder es ist nur eine Waffe gegen Monster, ne? Wer weiß. Eine Kugel richtet beim Schießen mehr Schaden an, wenn du dich näher an deinem Gegner befindest. Wenn du versuchst, Gegner aus größerer Entfernung abzuschießen, werden die Munitionsverrate schneller verbraucht. Das ist ein sinnvolles Survival-Horror-Mechanik. Mein Gott, es ist hier so dunkel, dass meine Taschenlampe die Dunkelheit kaum durchbrechen kann. Aber da liegt irgendwas am Boden. Sollen wir uns... der Hahn läuft. Ich drehe ihn aus. Agent Mara Forrest ist wieder mal die Retterin in der Not. Sehr gut. Zahlen die noch ihre Wasserrechnung oder warum haben die überhaupt noch fließendes Wasser hier? Handgun-Munition. Ah, ein Laservisier für meine Handfeuerwaffe. Jetzt wird's wirklich Resident Evil 4. Yeah! Wie cool sie auch nur mit einer Hand zielt, ne? Ist da ein Gerippe zufällig in dem Klo? Ich muss gerade nicht auf die Toilette, so ein Glück. Da drin ist etwas, aber ich komme nicht ran. Sie wird von einem Haufen alter Knochen blockiert. Ich schätze mal, mit meinem Ausweis werde ich das... Ich weiß jetzt nicht genau, wenn da menschliche Knochen in dem Klo sind, sollten wir nicht irgendwie Verstärkung rufen oder irgendwas? Eine Zeitschrift. Beyond Magazin, August 1989. Seltsame Sichtung im verlassenen Freizeitpark. Wann spielt denn das Spiel? Frage ich mich gerade. Wenn der Vergnügungspark schon 89 verlassen war. Der ambitionierte Phänomen... Was? Phänomene-Fotograf. Ach so. Arthur Mole hat ein Polaroid-Foto eingeschickt, das er beim Erkunden des verlassenen Freizeitparks Crow Country aufgenommen hat. Könnte dieses Ding wirklich echt sein oder ist es auch wieder nur ein Fake? Wir vom Beyond Magazin sind nicht überzeugt. Arthur, Doppelpunkt, streng dich nächstes Mal bitte etwas mehr an. Zombie. Weirdes, verwaschenes Zombie-Monster. Okay, die Tür ist blockiert. Ist da Urin auf dem Boden? Es sieht ein bisschen so aus, ne? Das ist eine Männertoilette. Das trifft sich ja gut. Ich glaube, das hat schon länger niemand mehr geputzt. Ich glaube auch, aber hoffentlich auch nicht benutzt. Verkaufsautomaten und Mülleimer können dich mit Vorräten versorgen, wenn du mal kaum noch welche hast. Handfeuerwaffenmunition kannst du auch im Kofferraum deines Autos bekommen. Das heißt, wir können wirklich, wenn wir gar keine Munition mehr haben, glaube ich, jederzeit zum Auto gehen, um welche neu zu holen. Das ist eigentlich eine ganz coole Mechanik, damit man nicht in eine Sackgasse sich spielen kann, ne? Ein Rucksack. UFO-Tour 1988. Er ist leer. Hat den jemand verloren? Wenn ich so drüber nachdenke, wenn die Autos, sowohl von unserer Hauptfigur als auch die andere, das andere Auto, die sahen schon älter aus. Wahrscheinlich spielt das Spiel wirklich in den 90ern. Stand nicht am Anfang irgendwie 95, 98, irgendwie sowas? Ich glaube schon.
Okay, benutzen wir den Bronzeschlüssel. Achso, wir haben keinen Bronzeschlüssel. Es ist nur ein Bronzeschlüsselloch. Kann ich Kräne erschießen? Sollte ich Kräne erschießen? Droppen die Gold? Der Laserpointer geht durch den durch. Okay, tut mir leid. Tut mir leid, Krähe. Ich musste das nur einmal testen. Von der anderen Seite versperrt. Hier ist ein Sprengfass, okay. Und eine riesige Roboterkrähe. Große Krähe. Hallo, Mr. Crow. Ich bin auf der Suche nach deinem Boss. Weißt du, wo er ist? Kann ich die Holzkisten zerschießen? Ich denke schon, nämlich. Gibt's irgendwie einen Nahkampfknopf? Ich befürchte leider nicht. Das heißt, ich muss Kugeln verschwenden. Ah, guck mal. Kisten-Medkit. Das ist mir ein bisschen lieber wie Müll-Medkit, muss ich sagen. Das ist ein Telefon. Es gibt niemanden, den ich anrufen kann. Da ist ein Protektron-Pinguin. Eine Wahrsagemaschine. Du hast noch 10 Credits übrig. Möchtest du dein Schicksal wissen? Oh, kriege ich da wirklich übers ganze Spiel nur 10 Tipps, wie ich weitermache? Weil dann lasse ich mir unser Schicksal jetzt lieber nicht sagen, ehrlich gesagt. 1998, okay, ja, okay. Da ist ein Loch, in das irgendwas reingehört. Vielleicht mein Ausweis. Schade, ich benutze meinen Ausweis jetzt einfach mit allem. Oh, guck mal, ich glaube, da drin ist ein großes Medkit. Ich tausche halt jetzt gerade Munition gegen Heilung, ne? Ein großes Medkit, heißt sogar so. Ah, und da ist Schrotflintenmunition. Ist wirklich Schrotflintenmunition. Tja. Habt mir Resident Evil gut beigebracht. Okay, wir haben sehr viel Heilung jetzt, ehrlich gesagt. Ich hätte gerne Schrotflinte. Humanoide Gegner? Warum hängt da so ein Zettel? Warum hängt da ein Zettel im Park, der mir irgendwas über humanoide Gegner erklärt? Erleiden bei Headshots mehr Schaden. Manche Gegner können bei einem Headshot geköpft werden. Okay, okay. Gegengift. Oh Gott, Vergiftung gibt's also auch. Noch mehr Gegengift. Mich irritiert es ein bisschen, dass B schießen ist und A nachladen, aber gut. Ein Verkaufsautomat, ich habe kein Kleingeld, dagegen treten. Moment. Nichts, okay. Weil ich zu viel im Inventar habe wahrscheinlich. Jage die roten Fässer in die Luft, um deine Gegner schnell zu besiegen. Auch die blauen Stromgeneratoren an manchen Wänden sind ähnlich hilfreich. Ja, okay, okay. Versperrt. Bronzener Schlüssel. Na gut, ich gebe es ja zu. Ich habe den bronzenen Schlüssel in den Feenteich fallen lassen. Es war ein Unfall. Das wäre ohnehin kein Problem, wenn es einen Zweitschlüssel gäbe. Okay. Moment, da steht auch noch was. Mit der Lüftung im Feenteichbereich stimmt was nicht. Vermutlich ist irgendwas in die Rohre gekrochen und dort gestorben. Lasst die Lüftung also aus oder haltet die Luft an, ganz im Ernst. Okay. Kein Zutritt. Ich habe aber einen Ausweis, der funktioniert leider nicht. Schade. Na gut. Habe ich eigentlich schon eine Map oder sowas? Ich glaube nicht, aber wirklich sehr viel Heilung. Okay, let's go. Das ist ein sich drehendes Bild meines Gesichts. Drehendes Gesicht. Okay. Ein Apfelgehäuse. Okay. Aha, hier haben wir schon irgendwas. Ich schreibe es mir mal auf. Ich
Ich weiß noch nicht, was es ist, aber wir werden es bestimmt brauchen. 2106. 2106. Ich glaube, das wurde mit Blut geschrieben. Ist das ein Code für irgendwas? Ah, sehr gut, Munition. Können wir brauchen. Ein kleines Haus, was du nicht sagst. Ist das eine echte Tür? Öffnen. Ich glaube, sie ist versperrt, aber da ist kein Schlüsselloch. Was ist mit dem kleinen Briefkasten? Der sieht aus wie ein großes Schlüsselloch. Bronzenes. Ich brauche echt den Bronzeschlüssel, damit wir hier weiterkommen. Oh, noch ein drehendes Gesicht. Und eine Bärenfalle. Ich schätze mal, die lasse ich mal für später. Wenn die Monster kommen. Er wirkt nicht allzu glücklich. Ist das eine Tür? Ich sehe keine Möglichkeit, sie zu öffnen. Das ist eine Treppe. Ach, was? Erstaunlich. Das ist ein Rad. Es dreht sich nicht. Das ist ein seltsamer mechanischer Schwanenkopf. Muss ich irgendwas in den Mund stecken? Vielleicht mein Ausweis? Nein. Leider auch keine Müllbandage. Ein kaputtes Rad. Da liegt ein Schwanenkopf am Boden. Oh, es ist kaputt. Ich weiß nicht, wie man es reparieren kann. Mitarbeiterinfo. Immer mehr Eier verschwinden. Ich glaube, die Kinder klauen sie. Zum Glück kann man offenbar alles verwenden, solange es ungefähr die richtige Größe und Form hat. Komisch. Ich dachte, die Eier wären magnetisch oder so. Aber das sind sie offenbar gar nicht. Eier. Na gut. Oh, mehr Schrotflintenmunition. Nice. Hi, Zwolgo. Maps bekommen wir noch, na dann. The Atlanta Globe, Mai 1986. Crow Country Freizeitpark wird in Kürze eröffnet. Sagen Sie Ihre Wochenendpläne mit den Schwiegereltern ab und schnappen Sie sich Ihre Sonnenbrille, denn ein brandneuer Freizeitpark wird ein paar Meilen südlich von Atlanta eröffnet. Erkunden Sie die Märchenstadt, das Gruselgebirge und das Meeresreich in Crow Country. Das sind also auch die drei Level, die wir vor uns haben. Ne? So Villa, Gartenhäuschen und Labor sind hier die Märchenstadt, das Gruselgebirge und der Meeresbereich. Klingt interessant. Und erleben Sie einen Tag voller Spaß und Abenteuer für die ganze Familie. Der Park gehört Mr. Edward Crow, einem langjährigen Einwohner und Grundbesitzer von Atlanta. Und er hat den Park ganz offensichtlich nach sich selbst benannt. Viel ist nicht über Mr. Crow bekannt. Abgesehen von vagen Gerüchten, denen zufolge er über großen Reichtum verfügt. Ich meine, er hat einen Vergnügungspark gebaut, also da wird was dran sein an den Gerüchten. Doch wir sind sehr gespannt darauf, was Crow Country bei seiner Eröffnung im Sommer alles zu bieten hat. Hey, aber dass der Freizeitpark nach ihm benannt ist, ist auch nur eine Vermutung, oder? Wir haben keine Beweise dafür. Vielleicht war rein zufällig ein großer Krähenfan und heißt zufällig Crow. Das hat nichts damit zu tun. Wir wissen es nicht. Wenn ein Schwan kaputt geht, nehmt das Ei aus seinem Radsystem. Damit wird das Funksignal deaktiviert und das Rad wird gesperrt, bis ein Techniker für die Reparatur gefunden werden kann. Ein Ei. Da ist ein Loch im Zaun. Ich kann das Ufer erreichen. Ich kann das Ufer erreichen. Ja, mach doch. Okay, ich habe keine Ahnung, wo wir irgendwie welches Ei rausnehmen sollen. Ich glaube, wir kommen später wieder, wenn wir irgendwas haben, das wir in den Schwanenkopf schmeißen können.
Kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, für welche Systeme es das noch gibt. Musst du mal googeln. Ich weiß jetzt nur Steam. Wenn du vergiftest wirst, setz so schnell wie möglich Gegengift ein. Große Medkits enthalten auch Gegengift. Ah, okay. Interessant. Ein Fotoapparat. Ich glaube, sie ist kaputt. Oh. Blutverschmiertes Monsterfoto. Im Baum ist etwas. Es ist eine aus Holz geschnitzte Frau. Sie schaut in die andere Richtung. Ein Tastenfeld. Ein Tastenfeld ohne Null. Das heißt, den Code 2106 können wir hier gar nicht eingeben. Na dann. Oh. Ich gehe mal noch kurz in den Mülleimer hier. Eine Bananenschale. Sir! Was ist hier passiert? Was? Wer? Mein Name ist Mara Forrest. Ich bin hier, um zu helfen. Sie haben mich angegriffen. Ich wollte doch nur Beweise. Wie heißt du? Arthur Mole. Von dem haben wir doch in der Zeitung gerade gelesen, oder? Laut Google für PlayStation 5 und Xbox. Ach guck, dann gibt's das auch für die Konsolen. Das ist cool. Von dem haben wir gerade gelesen, der hat das schlechte Foto gemacht und die Zeitung hat dann gesagt, mach mal ein besseres Foto. Und das hat er jetzt davon. Ich wollte doch nur ein besseres Foto. Schaut genau, was ich gesagt habe. Ein Foto? Wovon? Wer hat dich angegriffen, Arthur? Diese Dinger, ich weiß nicht. Diese Leute, sie sahen mich und dann... Agrocanthosaurus has gifted 2 Subs to viewers. Und dann gab es 2 Subgifts von Agrocanthosaurus. Vielen, vielen Dank dafür. Dankeschön, sehr nett von dir. Die Leute sahen mich und dann... Okay, okay, bleib ruhig. Du blutest ziemlich stark. Ich sollte ihm helfen. Wie war dein Name? Mara. Wir sollten uns mal dein Bein anschauen. Heilobjekt geben. So ein Müll-Medkit reicht, oder? Meint ihr, ich sollte dem jetzt irgendwie ein großes Medkit geben, damit er nicht stirbt? Das könnte sein. Das Spiel könnte, wenn das Spiel gemein ist, dann könnte es sein... Slenderex, no, danke schön für die Pits. Okay, dann nehmen wir kein großes Medkit. Dann reicht ein Mülleimer-Kit für ihn. Ich habe mir nur gedacht, nicht, dass er dann später irgendwie ein Monster wird oder so, weil ich ihn nicht richtig verarztet habe. Aber schauen wir mal. Danke. Mir geht's immer noch nicht ganz gut. Wir sollten dich in Sicherheit bringen. Du scheinst nicht allzu schwer zu sein. Ich sollte Arthur irgendwo in Sicherheit bringen, Arthur wegbringen. Auto, zum Auto gebracht. Da ist er erstmal in Sicherheit. Okay. Was ich euch auch sehr empfehlen kann, wenn ihr so klassische Survival-Horror-Spiele wie das hier mögt, ist Signalis, falls ihr das noch nicht kennt. Schaut euch das auch mal an. Das spielen wir vielleicht auch mal noch im Stream. Ich glaube, das habe ich sogar mal im Stream irgendwann mal zumindest angespielt. Ist aber schon länger her. Aber Signalis finde ich auch wirklich sehr gut. Da liegt... Baumfrau! Baumfrau 3184. So. Hallo Baumfrau. Ich glaube, ich erinnere mich. Man muss sie ansprechen. Es gibt einen Satz, den man sagen muss. Aber ich weiß nicht mehr, was er war. Hör gut zu, o große Fee von der grünen Wiese.
Ah, Satzbausteine. Hör mich an. O wunderbare Fee vom zauberhaften Wald. Ich glaube, das war falsch. Vielleicht haben die Mitarbeiter es irgendwo aufgeschrieben. Ja, nee, das erraten wir, glaube ich, nicht. Hör mich an, o große Fee vom klaren Teich. Na gut, da müssen wir irgendwo wahrscheinlich ein Textdokument finden. Theater. Hey, hier ist aber auch alles verschlossen, ne? Ich darf nicht rauchen, okay. Deine Kugeln richten beim Schießen mehr Schaden an, wenn du... Das hatten wir schon. Doppelt gemoppelt. Humanoide Gegner. Ist aber auffallend, dass hier jetzt plötzlich nochmal die ganzen Kampftutorials hängen, ne, vor dem Durchgang. Ha, okay. Okay, I guess. Aber ich gehe jetzt erstmal da rein, denke ich. Oh, spooky. Oh oh, da haben wir schon was. Oh, die Gegner sind schnell. Okay. Es ist tot. Ah, der Geruch ist übel. Riecht wie eine infizierte Wunde. Es tut mir leid, dass ich es getötet habe. Aber wenn ich es am Leben gelassen hätte, täte mir es auch leid. Okay. Ist das jetzt hier unser erster Dungeon? Fragile. Holzkisten. Am Deckel ist ein Zettel befestigt. Empfänger Marvin Trumbull. 1800 oder, keine Ahnung, 1800 bis 6. Acara River, Para, Brasilien, Südamerika, 660100200. Inhalt geologisch interessante Proben. Aha, da kommen wir wahrscheinlich dem Ursprung dieser Monster näher. Was das genau ist, wissen wir nicht, aber wahrscheinlich irgendein südamerikanischer Fluch oder sowas. Voller Steine. In jedem Stein ein kleines glänzendes Metallstück. Oh, wir hatten einen Hype Train. Yes. Cool. Eine Kiste voller Golderz. Da ist ein Zettel. Warum ist der Zugang zur Ausgrabungsstätte eigentlich dieses putzige kleine Haus? Meint ihr nicht, es könnte irgendwann mal passieren, dass sich ein Kind da drin umschaut? Verschließt es doch wenigstens. Ach so, hier wird was ausgegraben und nach Brasilien geschickt. Okay. Okay. Genau andersrum, wie ich gerade dachte. Die Feuerwehrinspekteurin war heute Morgen hier und sagte, die folgenden Räume würden bald inspiziert. Crow's Lounge, Modelleisenbahn, Technikkorridor, U-Boot, Crow's Büro, Mittwoch. Mittwoch? Mittwoch ist ein Tag und kein Ort. Und Crow's Labor. Oh, Crow's Labor. Sie sagen außerdem, ich hoffe, da aktivieren wir einen Selbstzerstörungsmechanismus. Sie sagen außerdem auch, wir müssen die Lagerraumtür im Meeresreich austauschen. Mitarbeiterinfo. Aha, da haben wir es. Zur Erinnerung, wenn ihr in den Feenteichbereich wollt, müsst ihr zur großen Fee Folgendes sagen. Hör mich an, o große Fee vom zauberhaften Wald. Haben wir das nicht sogar gesagt? Ich dachte, das hätten wir sogar gesagt. Vielleicht aber auch nicht. Hör mich an, o große zauberhaft. Große zauberhaft. Hör mich an, große zauberhaft. Das Ganze ist ziemlich präzise. Mit einem Akzent funktioniert es nicht. Tut mir leid, Diego. Okay.
Die Fee im Baum in der Märchenstadt? Probieren kann ich's ja mal. Eine Zeitschrift. Eine Sammlung von Videospieltipps. Ja, okay. Ein Kamin. Knistert sanft. Wenn ich in die Flamme schaue, fühle ich mich etwas... Es ist eine eigenartige Mischung aus Hoffnung und Furcht. Vielleicht wird alles gut werden. Vielleicht aber auch nicht. Okay, speichern. Handfeuerwaffenmunition. Habe ich gar nicht erkannt. Die stand irgendwie so komisch aufrecht. Guck mal, da ist noch Gegengift. Ich krieg ziemlich viel Gegengift. Ich habe ein bisschen Angst vor den Gegnern, die uns jetzt gleich ganz massiv vergiften werden. Aber gut. Ein Tastenfeld am Schrank. Auch wieder keine Null. Ich kann mal den Feenbrunnen-Code nochmal versuchen, aber ich schätze mal... Ja, okay. Tallmans Aufzeichnung, 21. März 1988. Es ist Montagmorgen, ich fahre zur Arbeit. Der Boss meldet sich über das Autotelefon. Das macht er normalerweise nie. Es ist klar, dass irgendwas nicht stimmt. In der zweiten Einheit ist ein Einbrecheralarm losgegangen. Der Boss glaubt, dass da unten jemand ist. Ich gehe zur Arbeit und check die Überwachungskameras. Da unten ist jemand. Er steht gleich neben dem Pool. Alle Sicherheitstüren zum Pool sind verschlossen. Ich schaue mir die Sicherheitsaufzeichnungen an. Die Türen wurden seit Freitag 18 Uhr nicht mehr angefasst. Der Alarm wurde gerade erst ausgelöst. Ein Geist aus der Ausgrabungsstätte. Da trete ich gleich mal eine Sodamaschine und krieg nichts dafür. Ah! Mit dem Steuerkreuz. Schnell... Jetzt warte mal. Ja, ich verstehe. Mit dem Steuerkreuz kann ich mich quasi drehen. Ach, guck mal. Mit dem Steuerkreuz habe ich eine Tanksteuerung und mit dem 3D-Stick habe ich eine 360-Grad-Steuerung. Ist alles klar. Und nach hinten und B für eine 180-Grad-Wendung. Slenderex Vaktos has gifted 5 Subs to Viewers. Ja, Slenderex, vielen, vielen Dank. Das ist wirklich sehr nett von dir und wir sind somit wieder über 100 Abos. Dankeschön. Das ist wirklich sehr cool. Das freut mich riesig. Schaute deine Videos, waren viel und super, gerade Resident Evil. Bin großer Resident Evil Fan. Daumen hoch und ein Abo dagelassen. Grüße aus dem Erzgebirge. Dankeschön, Sonntagmorgenruhe. Das freut mich. Das ist sehr nett von dir. Oh, oh Gott. Okay. Spinnen? Ich habe mich ein bisschen erschreckt. Ja, ich laufe mal ein bisschen weg. Die sind schnell. Die Gegner in dem Spiel sind schnell. Und ich bin noch nicht so gut mit der Steuerung. Das ist gemein. Hallo? Ah! Oh Gott. Okay, die zwei Kleinen sind tot, aber irgendwo ist noch eine Große. Ah! Puh. Naja, unsere FBI-Agentin Myra Forrest kennt da nix. Dankeschön, Slenderex. Oh, jetzt sind hier Gegner. Aber jetzt gehe ich erstmal nochmal schnell in den Bereich, bevor wir uns um die kümmern. Cosmic Future, coming 1990. Oh, der ist nicht fertig geworden. Oh, schade. Ich würde gern in den Cosmic Future Bereich gehen in dem Spiel, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Future World aus Sicht der 1990er oder 80er wäre bestimmt ein lustiger Bereich geworden. Naja, okay. Dafür nehmen wir jetzt mal eine alte Bananenschale mit. Die habe ich die eigentlich wirklich oder sind das... Ich glaube, das sind eher einfach Nieten, ne? Na, hier ist der Knopf. Ja, genau, okay. Die Bananenschalen und Apfelstumpen, die kriegen wir nicht wirklich ins Inventar. Ah, das ist nur ein Gag. Da ist ein Schild. In Crow's Country könnten wir es gar nicht erwarten, unsere optimistische Vision von der Zukunft mit ihnen zu teilen. Douglas Pike
Parkbetreiber. Kosmische Zukunft, Eröffnung im Sommer 90. Der Bereich sollte dieses Jahr eigentlich fertig werden. Ach, wir sind jetzt 90, nicht 98, okay. Aber jetzt wird er niemals fertig werden. Ah, und hier haben wir eine Karte. Nice. Okay, Crow's Lounge ist quasi der Speicherraum. Wir sehen, welche Türen schon offen sind und welche noch nicht. Schwanboote ist eingekringelt. Hm, aber jetzt gehen wir erstmal zur Lady in dem, im Sumpf. Ein Loch im Zaun. Mit einer, da ist wohl eine Drahtschere im Spiel. Ich glaube, so ist Arthur wohl reingekommen. Er hat sich offenbar am Zaun verletzt. Ach, okay. Hallo, Ed. Soll ich dir Neuigkeiten verraten? Ich habe endlich einen guten Ort für unsere Goldmine gefunden. Er liegt in Para im nördlichen Brasilien. Also jetzt kenne ich... Wo ist denn jetzt? Von wo werden denn jetzt wohin Goldsachen geliefert? Ist es jetzt in Brasilien oder hier unterm Park? Wie gewünscht, gibt es dort eine verlassene Mine. Sie wurde von den Betreibern vor einigen Jahren aufgegeben. Sie ist noch in gutem Zustand. Es sollte also nicht zu viel Arbeit machen, sie in Schuss zu bringen. Okay, wird hier insgeheim Gold gebuddelt und dann wird es nach Brasilien gebracht, dass es so aussieht, als würde es dort offiziell aus der Mine rausgeschürft, während es in Wirklichkeit hier unter dem kleinen Häuschen im Vergnügungspark geschürft wird? Oder wo? Naja, ich bin gespannt. Wird sich schon noch rausstellen. Magst du solche Vergnügungsparks? Meinst du jetzt in Horrorspielen? Oder allgemein? Ich finde das Setting hier auf jeden Fall schon ganz cool. Ich würde tatsächlich gerne mal nach Disneyland, muss ich sagen. Ich war mal in... Als Kind war ich einmal in Warner Brothers Movie World. Das war schon cool. Aber ich glaube, ich will noch einmal im Leben nach Disneyland. Das wäre echt cool. Irgendwann. Irgendwann. Ich verstehe nicht ganz, sind die aus Holz? Sind die organisch? Das sieht so aus, als hätte das eine Unterhose an irgendwie, ne? Oh, oh. Haben wir keine Munition mehr? Ah, doch, zwei Schuss noch. Ich glaube, ich sollte mal zurück zum Auto. Ich wollte eh Ed besuchen. Wisst ihr was, dann gehen wir schnell zurück zum Auto, bevor wir hier zur guten Fee gehen, des Waldes. Einen habe ich noch, komm. Okay, und jetzt müssen wir durchlaufen. Ich hoffe, Gegner bleiben tot. Ich hasse Spiele. Ich hasse es, wenn Gegner respawnen. Ich hoffe, die bleiben tot, weil dann können wir hier, glaube ich, ganz gut einfach durchsprinten. Ah, hier sind gar keine Gegner. Okay. Wird noch erklärt. Ja, ja, das denke ich mir schon. Da bin ich gespannt. Bitte nicht spoilen auch. Munition. Warum sagt sie immer, ich habe genug? Jetzt wissen wir, dass der ganze Park voller komischer Fleischmonster ist. Vielleicht sollten wir mehr als 8 Schuss mitnehmen, wenn du so viel im Kofferraum hast. Aber gut. Wie geht's dir? Es geht mir gut. Sei ehrlich. Du hast starke Schmerzen im Bein, oder? Ja. Es ist ein pochender Schmerz. Es fühlt sich seltsam an. Oh nein, der wird zu einem Fleisch Nights at Freddy's Monster. Und du hast Kopfschmerzen, oder? Ist dir irgendwie schwindelig? Woher wusstest du das? Dasselbe Ding, das dich verletzt hat, hat mich auch verletzt. Hä? Wann wurden wir denn verletzt? Wir wurden gar nicht verletzt. Okay, nicht dasselbe, aber so ungefähr. Muss ich ins Krankenhaus? Mara? Bleib einfach ganz ruhig, okay? Im Auto bist du in Sicherheit. Hatte man, oder? Ich weiß es nicht. Also erstens finde ich ungewöhnlich, dass sie als FBI-Agentin alleine hier ist. Okay,
Aber hatte man in den 90ern, 1990, hatte man da schon Handys? Und ich denke mir zumindest als FBI-Agentin, oder? Hatte man da nicht so diese richtig fetten Autotelefone zumindest oder sowas? Dass man wenigstens einen Krankenwagen rufen könnte. Wisst ihr? So meine ich. Na, hier steht ein Sprengfass. Hier werden definitiv noch Monster kommen. Aber schauen wir mal. Okay, dann gehen wir jetzt mal zur großen Fee. Und sagen zu ihr, hör mich an, oh große Fee. Ah, fast. Vom zauberhaften Wald. Willkommen, Kind. Willkommen, Kind. Wirst du unsere kostbare natürliche Welt beschützen? Ja. Verfolge mir. Ich wusste, dass der Effekt irgendwann mal nützlich sein wird. Klapphandys gab's da schon. Ja, eben, ne? Er ist schmutzig. Okay. Ich glaube, dahinter ist etwas. Oh, ein futuristisches Zaubergerät. Ein Ventil. Okay. Lüftungsüberbrückung. Nicht berühren. Es passiert nichts. Da ist irgendwas drin gestorben, ne? Das haben wir vorher gelesen. Der Kerl, der den Wasserfilter repariert hat, hat den Filter dabei an das Lüftungssystem angeschlossen. Wenn ihr die Filterpumpe hinter dem Vorhang mit dem falschen Druck laufen lasst, zu niedrig oder zu hoch, wird die Lüftung ausgelöst. Seid also vorsichtig. Ihr könnt den Druck mit der Ventilkurbel zudrehen. Aha. Jetzt gehe ich trotzdem mal schnell da lang. Es ist so dunkel, man sieht überhaupt nichts hier. Tausche eine Kugel gegen 8 oder so. Ja, das ist gut. Das ist fair. Schrotflintenmunition. Wann kriege ich endlich eine Schrotflinte? Ich habe so viel Munition. Sobald ich die Schrotflinte habe, wird hier rumgeballert. Achten Sie auf dem Boden liegende Bärenfallen aus Metall. Warum liegen die hier überhaupt? Du kannst sie mit einem einzelnen Handfeuerschusskugel aus sicherer Entfernung ausschalten. Aber können da nicht auch Monster reinlaufen? In der Wand ist eine Platte. Oh! Was bist du denn? Das ist ein Krähenmodell mit Roboterteilen. Als ich das letzte Mal mit Ophelia im Kino war, sahen wir einen Actionfilm über einen kybernetischen Mann aus der Zukunft. Ich habe den Film nicht so richtig begriffen, aber sie war begeistert. Sie hat ständig darüber geredet. War das Terminator vielleicht? Ich habe diese Cyborg-Krähe entwickelt, da ich wusste, das würde ihr gefallen. Ich wollte sie Edward als Idee für einen neuen Themenbereich des Parks vorschlagen. Nach Ophelias Tod legte ich das Projekt auf Eis. Ja, das sieht auch ein bisschen, das ist die Terminator-Krähe. Ich glaube, das Auge besteht aus einem Laservisier. Nehmen. Magnum-Laser? Das war ein geheimer Gegenstand, den ich gerade gefunden habe. Einer von 15. Das ist eine Wand. Ich höre etwas dahinter. Oh Gott. Wer hat den Dreizack aus dem Meeresbereich-Restaurant mitgenommen? Das Ding war teuer und ohne dieses Ding können wir das Geburtstagslied der Meeresmonster nicht abspielen. Angeblich hat es jemand im Hexenwald gesehen. Ich würde ja selber nachsehen, aber da bekomme ich echt Angst. Okay, keine Ahnung, ob wir hier später nochmal herkommen müssen vielleicht. Aber immerhin haben wir jetzt für die Magnum Zielvisier gefunden. Aber leider noch keine Magnum. Hey, Dech. Okay, dann gucken wir mal. Jetzt
drehe ich oder soll ich erstmal hier hingehen? Ich habe keine Ahnung. Hebel ziehen. Oh oh. Oh oh. Was habe ich jetzt gemacht? Shit. Ah, okay, gut. Oh, shit. Oh, ich hab irgendwas. Irgendwas haben wir. Wartet mal. Aha, vergiftet, vergiftet. Gegengift benutzen. Aber sonst geht's uns gut. Okay, 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 okay. Dann müssen wir erst an der Kurbel drehen, oder? Ah, ich sehe schon. Schnell! Aha, okay. Seltsames Rätsel. Und jetzt ist der Teich sauber. Wer die Wahrheit sucht, muss in das klare, spiegelnde Wasser unseres Feenteiches schauen. Aha. Aha. Gott, habe ich mich erschrocken. Die Baumfee ist wieder da. Sie hat einen Schlüssel in der Hand. Bronzener Schlüssel. Der bronzene Schlüssel war für voll viele Türen. Wir können jetzt, glaube ich, sehr viele Türen im Park öffnen. Ah, guck mal, da hinten ist sogar netterweise ein Gegengift. Falls man noch keins hätte bis zu der Stelle. Okay. Also. Das war das. Dann probiere ich gleich mal die Türen. Aber wisst ihr was? Solange wir noch hier sind, gehe ich jetzt schnell nochmal speichern. Speichern wir nochmal kurz und dann versuchen wir mal den Schlüssel an allen Türen. Vor allem bei dem kleinen Zwergenhäuschen. Weil wenn ich das richtig verstanden habe, ist da drunter die Mine versteckt oder so. Als FBI-Agentin sollte sie zumindest ein Funkgerät haben. Ja, eben, genau, meine ich ja. Aber dann wäre es ja kein Survival-Horror. Man hätte es höchstens so machen können, dass man keinen Empfang hat oder irgendwie Störungen oder was weiß ich was. Es ist seltsam. Irgendwie hat mein Funkgerät kein Signal. Okay, Theater. Von der anderen Seite. Okay. Gehen wir mal alles ab. Die Tür werden wir jetzt auch nicht mit einem Silberschlüssel aufkriegen, mit dem Bronzeschlüssel. Aber... Ups. Hier. Können wir den doch benutzen. Passen wir da durch? Ein Glück, dass ich nicht größer bin. Na dann. Jetzt bin ich gespannt, was in dem kleinen Häuschen ist. Okay. Das kleine Häuschen ist von innen größer als von außen. Und hier wurde definitiv irgendwas ausgebuddelt. Also das Gold wurde definitiv hier ausgegraben. Mitarbeiterinfo. Wenn ihr die Kurbel nicht finden könnt, dann liegt es daran, dass ich mir sie ausgeliehen habe. Ich habe damit dieses große, eiförmige Rubin im Spukschloss versteckt. Aha, eiförmig. Das heißt, wir brauchen den eiförmigen Rubin aus dem Spukschloss, damit wir den Schwan zum Laufen kriegen oder irgendwie sowas, ne? Danach habe ich die Kurbel in einem Safe im südöstlichen Technikkorridor eingeschlossen. Elden Camillo just resubbed vor 15 Mons. Elden Camillo, dankeschön. Freut mich sehr. Landsquid, du geile Nudel. Wie bewundernswert das doch ist, wieder einmal deine engelsgleiche musikalische Stimme hören zu können. Nun kann ich endlich wieder ein Prime-Sub dalassen. Ich danke dir für deine unterhaltsamen Anekdoten und Lebensweisheiten. Hey, ich danke dir für den Sub und für die Komplimente. Dankeschön. Das freut mich. Also, Kurbel im Safe und Rubinei irgendwo anders. Jetzt lese ich den Tipp da hinten nochmal. Größere Gegner haben mehr Gesundheit als kleinere Gegner. Das solltest du bei der Entscheidung, gegen wen du kämpfst und welche Waffe du einsetzt, berücksichtigen. Okay, ist eine gute Faustregel. Kann man sich denken auch. Das ist ein Rohrventil.
Die Kurbel fehlt. Alles klar. Ich habe ein bisschen Angst. Ich will noch nicht an dem Kran kurbeln. Ich habe ein bisschen Angst, was ich da hochkurbel gleich. Vor allem höre ich irgendwie komisches Stöhnen aus der Tiefe. Und ich befürchte, das sind nicht die Tentakel aus der Tiefe, die da auf uns warten. Benzin? Das ist Munition. Kriege ich noch einen Flammenwerfer anscheinend oder irgendwie sowas ähnliches? Na, immer her damit. Notizbuch. Oh, habt ihr es gesehen? Die Kette hat sich bewegt. Da hängt definitiv was dran. Da ist einer an der Angel. Tollmanns Aufzeichnung, 3. Juni 1986. Wir haben eine Firma mit dem Beginn der Ausgrabungen beauftragt. Es ist nicht nach Plan gelaufen. Das erste Problem, sie haben zu lange gebraucht, um die Ausgrabungsstätte vorzubereiten. Das zweite Problem, es gibt viel zu viele Dokumente. Es ging ja schließlich darum, das Ganze schnell und lautlos über die Bühne zu bringen. Also hat Crow quasi nur einem Vergnügungspark in Auftrag gegeben, damit er heimlich Gold abbauen kann. Weil anders hätte er keine Genehmigung bekommen oder sowas in der Art, ne? Oder so wahrscheinlich. Und dann kam der endgültige Knackpunkt. Sie begannen, Fragen zu den Wurzeln zu stellen. Vielleicht geht's gar nicht um Gold. Vielleicht geht es um den Interloper. Sie wollten genaue Infos über die Größe und die Form dessen bekommen, was ich da eigentlich ausgrabe. Oder was Sie da eigentlich ausgraben. Sie wollten wissen, woraus es besteht. Sie wollten wissen, wie lange es schon da war. Okay, das ging natürlich nicht. Sie mussten weg. Jetzt wird's ernst. Ich dachte, die waren vielleicht dann, die wurden vielleicht infiziert dann alle und so, ne? Aber nee. Die wurden schon vorher umgebracht. Der Mechanismus ist nicht vollständig. Ist vielleicht auch besser so. Dann kommen wir später wieder. I'll be back. Das könnte auch 90, aber sie hat auch vorgelesen, dass es 2-1 irgendwas bla 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 heißt. Also wird schon stimmen. Na gut, dann gehen wir mal hier in das Gebiet zurück. Aha. Hier sind jetzt definitiv auch Gegner. Oh mein Gott! Sind das die größeren Gegner, von denen ich gehört habe? Holy shit! Ey, komm mal mit. Der ist schon creepy. Ich kann den nicht mal richtig sehen. Oh Gott, der lebt noch. Oh. Splatter. Hab nur noch 2 Kugeln. Ich glaube, ich gehe... Ach, guck mal. Liegen die schon die ganze Zeit da? Na gut. Der war creepy. Meine Güte. Okay, wir haben jetzt sehr viele Möglichkeiten. Ich gehe jetzt... Jetzt passt mal auf. Fangen wir hier mal systematisch an. Versuchen wir mal die Tür. Bronzenes Schlüsselloch. Benutzen wir den bronzenen Schlüssel. Entsperrt. Ha, aus irgendeinem Grund muss ich sofort an Mario Kart denken. Dabei sieht es gar nicht so aus wie Mario Kart, aber gut. Wir haben schwebende Wolken. Wir haben einen Zug. Wir haben Gleise. Auf dem Zug liegt Munition. Wow, ist hinter der Sonne ein echtes Feuer? Das ist eigentlich irgendwie geil. So ein, in so ein Raum und der Kamin im Raum ist ein Feuer. Ach so, warte mal, ist das ein Speicherpunkt? Ja. Aber das ist irgendwie geil, dass die Sonne wirklich ein Lagerfeuer ist. Gefällt mir. Ein rotes Buch. Notizbuch. Tollmanns Aufzeichnungen, 23. März 88. Der Eindringling ist im Labor gefangen. Der Boss nennt ihn den Gast. Ich weise ihn darauf hin, dass das ziemlich geschmacklos sei, aber der Name setzte sich durch. Ich habe dem Gast Essen und Wasser angeboten.
Er beachtete beides nicht mal. Mir fehlen die Worte, um zu beschreiben, was mit ihm nicht stimmt. Der Boss will keinen Krankenwagen rufen. Er will niemanden rufen. Ich schlug vor, die komplette Wurzelgrabung einzustellen. Zumindest so lange, bis wir herausfinden, was passiert ist. Der Boss sagt, wir müssen vorerst weitermachen. Also laufen die Maschinen wieder. Ich habe ein mulmiges Gefühl. Ich glaube, wir machen alles noch schlimmer. Ich glaube auch. Oh, guck mal, wenn ich mit der Taschenlampe drauf leuchte, sieht man, dass die Vögelchen sogar 3D sind. An der Wand. Die werfen Schatten. Das ist ja nett. Ein Computer. Zugriff verweigert. Das ging ja schnell. Ich benutze meinen Ausweis. Ob ich meinen Ausweis irgendwann mal wirklich brauche? Für den Zugriff auf das Computersystem im Eisenbahnraum und im Verlies ist jetzt die Sicherheitsdiskette erforderlich. Ja, ich weiß, das ist nervig, aber so sehen die neuen Richtlinien halt aus. Okay. Ein Porträt. Natalie Crowe, Herbstkind. Douglas Pike, Baumeister. Müsste der nicht Bob heißen? Ich glaube, Baumeister, die nicht Bob heißen, vertraue ich nicht. Tollman, der Maulwurf. Und Edward Crowe, der Vorreiter. Das sind also die vier Reiter unserer Apokalypse hier wahrscheinlich. Jo, mach's gut, Slenderex. Und hi, Mad Max. Die Mumu Farm aus Mario Kart 64. Ja, da hast du recht, das kommt ein bisschen hin. Und gleichzeitig haben wir den Zug. Ich musste an die Wildweststrecke denken, aber passt vom Thema her nicht. Ah ja, auch die Farben und so, das hat schon vom Stil her was von so einem Super Mario World oder sowas. Naja, Orient Odyssey 1935. Unsere beste Dampflok vereint alle vier Designstile. Im Krieg wurde sie von der Armee zum Artillerietransport benutzt. Moment mal. In welchem Krieg? Unabhängigkeitskrieg. Wir sind in den USA, oder? Atlanta oder so hieß es doch. Und 35? War in den USA nichts los. Aber gut. Earl of Edgecombe, 1934. Diese vorzügliche Dampflok vereinte die Designstile Arabella und Bernadette. Da ist ein Knopf. Den drücken wir. Kommt jetzt die zweite Dampflok rein? Aha. Die Annabella und Bernadette-Lok. Guckt euch das nicht an. Und was haben wir dann da drüben? Duke of Farnham. Eine elegante Dampflok, die die Designstile Arabella und Delila vereint. Na dann schauen wir mal. Ist das nicht genau die gleiche wie vorher? Keine Ahnung. Nehmen wir uns nochmal ein Medkit und eine Handgranate. Auf X wirft man die, ne? Interessant, okay. Was haben wir hier noch Schönes? Eine Zeitschrift. Die haben wir, glaube ich, auch noch nicht gelesen. Videospieltipps. Ah, da sind jetzt alle drin. Mitarbeiterinfo. Mit der Lüftung im Feenbereich stimmt was nicht. Vermutlich ist irgendwas in die... Hä? Ah, hier sind alle Tipps, alle Daten, die ich schon gefunden habe, sind hier der Reihe nach drin. Um die nochmal nachzulesen. Ich verstehe. Ich speichere jetzt nochmal. Verklagt mich doch. So. Definitiv gut gegen lebende Dinge. Die Granate, denke ich. Leben unsere Gegner in dem Spiel? Ich weiß es nicht. Naja. Aha, die ist von der anderen Seite verschlossen. Wo war gleich nochmal der Knopf für die Karte? Hier. Aha, es gibt noch 3 Türen, die wir versuchen können. Dann gehen wir mal da lang. Ah, hier brauchen wir irgendwie eine Kurbel oder sowas? Ich schätze mal, der Schlüssel geht hier nicht. Nee.
Ich höre immer noch so komische Geräusche. Ich mag das nicht, bitte. Aber der Große ist tot, oder? Oh, Moment mal. Die Holzplatte scheint ein wenig anders zu sein. Ah, ein Knopf. Aha, und der Knopf führt zu einem weiteren Knopf. Ein Steuerfeld. Kredri-Plattensteuerung. Da ist ein Knopf. Ah. Metallklappe. An der Hinterseite gibt es einen großen leeren Platz. Ausweis. Ja, geht leider nicht. Okay, anscheinend muss ich in den irgendwas einsetzen. Schauen wir mal da. Silber. Silberschlüssel haben wir nicht. Okay. Und hier? Bronzeschlüssel. Let's go. Creepy Tor. Oh, Haunted Hilltop. Wir sind im Gruselwald, von dem wir schon gelesen haben. Hier finden wir die Kurbel. Aber hier ist es echt ein bisschen creepy. Finde ich cool. Oh. Oh. Wo sind wir? Oh, wir haben für den Bereich noch keine Karte anscheinend. Okay. Hope this is not Chris's sandwich. Ich hoffe auch. Ich hoffe auch. Das Verlies Hexenwald Spukschloss die Gruft. Ich meine, wann ist Chris Redfield geboren? Irgendwann in den 70ern sowas, ne? Der war wahrscheinlich in den 80ern ein kleines Kind. Vielleicht war der hier in diesem Vergnügungspark und hat hier sein Sandwich verloren. Und hier liegen irgendwo noch die Überreste am Boden. Wer weiß. Oh, hallo. Also das waren definitiv mal Menschen, die jetzt irgendwie überwuchert sind mit irgendwas, ne? So sieht es zumindest ganz stark aus, finde ich. Ah! Ich spreng den. Ist er tot? Oh, ist er tot? Ich glaube schon. Das dauert immer so lange, bis die sterben. Oh, eine Flasche Gegengift. Die habe ich überhaupt nicht. Das war jetzt reines Glück. Okay, ein bisschen Munition. Das ist gut. Ist da ein Glockenvogel? Sie ruft. Sie scheint 5-mal zu rufen und dann hört sie auf. Soll das eine Eule sein? Sie sieht eher aus wie eine Türglocke. Ah, 5-mal draufschießen, okay. Das Spiel hat eine richtig dichte Atmosphäre, gefällt mir. Ja, muss ich auch sagen. Finde ich auch wirklich geil. Also finde ich auch sehr, sehr stimmungsvoll. Bin gespannt, wo das noch hinführt, auch die Story. Okay, hier gibt's wieder... Oh, warte mal, geh mal weg, Text. Ist das ein Monster? Nee, warte mal, das ist ein Mensch. Das ist eine Person. Warum steht die hier einfach? Ich habe da hinten gerade noch irgendwie Viecher in die Luft gesprengt. Die steht da einfach mit ihrem Aktenkoffer. Was machst du da? Die Julie. Ich versuche, durch die Tür zu kommen. Ach so. Ist sie versperrt? Natürlich. Gibt es eine andere Möglichkeit? Durchaus möglich. Okay, ich schaue mir das mal an. Okay. Na gut, Julie. Dann klopf du mal weiter hier. Da ist eine Aussparung. Eine eierförmige Aussparung. Da fehlt was. Ausweis! Nee, leider nicht. Wer hat eigentlich die... in dem Freizeitpark die ganze Munition deponiert? Ich meine, das spielt in den USA. Das war im Freizeitpark der 80er. Ich weiß nicht, ob die Waffengesetze in den 80ern noch lockerer waren als heute. Aber ich kann es mir vorstellen.
Ich glaube, da hat man halt in den 80ern hat man in den USA wahrscheinlich den Kindern einfach Munition zum Spielen gegeben, zum Sortieren so, nach Kaliber. Wahrscheinlich deswegen. Wahrscheinlich stehen hier überall Munitionsautomaten rum. Er lacht mich an, widerlich. Wer lacht uns an, widerlich? Ich kann ihn nicht bewegen. Ich glaube, er sollte da bleiben, wo er ist. Ein Gesicht. Ah, okay, wir müssen anscheinend noch so ein Gesicht finden. Ah, Vergnügungsparkkarte haben wir jetzt wahrscheinlich. Sehr gut. Das Gruselgebirge. Okay. Wahrscheinlich hat man Babys quasi, wenn die quengelig waren, so so große Kaliber in den Mund gesteckt zum Nuckeln in den USA in den 80ern. Deswegen wahrscheinlich. Okay, Folterkammer. Sehr schön. Die tödliche Meerjungfrau, eingesperrt wegen widernatürlichen Verbrechen, 1873. Oh, okay. Lässt sich nicht öffnen. Also eine Geisterbahn in einem Horrorspiel, das ist irgendwie schon cool. Ich höre Klopfen, oh Gott. Da ist was unter dem Tuch. Tuch abnehmen. Ich habe Angst. Ah, ein PC. Okay, lame. Aber vermutlich ist auch hier der Zugriff verweigert. Na gut. Ach, eine Zeitung. Wurde die hier gefoltert, die Zeitung? Oder war das für den Gefolterten, damit es nicht so langweilig wird während des Folterns? Atlanta Globe, Januar 87. Südamerikanische Goldmine mit tödlichem Grund... Nee, mit örtlichem Grundbesitzer in Verbindung gebracht. Hier ist alles so Horror und so weiter. Ich kann nur noch negative Wörter lesen. Es gibt Berichte zu den Aktivitäten einer vor kurzem reaktivierten brasilianischen Goldmine. Die Mine in der Nähe der Nordküste des Staats Pará ist derzeit offenbar eine der profitabelsten Goldminen in Amerika und verkauft ihr Gold an mindestens zwei große internationale Konzerne. Doch warum ist das für den Atlanta Globe so interessant? Weil diese Goldmine dem örtlichen Grundbesitzer und Geschäftsmann Edward Crow gehört. Den meisten Lesern ist er sicher als Besitzer des nach ihm benannten Crow Country Freizeitparks hier in Atlanta ein Begriff. Es wurde offenbar Anstrengungen unternommen, um Mr. Crows Verbindungen zu dieser profitablen Goldmine zu verschleiern. Das Bekanntwerden der Verbindung hat nun Fragen aufgeworfen, aber immerhin kennen wir nun die Quelle von Mr. Crows enormen Reichtum. Ha, ich bin immer noch gespannt, wie das alles zusammenhängt. Der große böse Wolf, eingesperrt wegen widernatürlicher Verbrechen, 1810. Eine Mutter hat sich wegen der Abbildung von Alkohol im Käfig der Meerjungfrau beschwert. Ausgerechnet darüber hat sie sich beschwert. Ich weise sie darauf hin, dass es keine Alkoholflasche ist, sondern eine Flasche mit hochgradig ätzender Säure. Davon ließe sich tatsächlich besänftigen. Okay, eine eiserne Jungfrau. Ich glaube, das ist eine Art Folterwerkzeug. Türe öffnen und dann ganz schnell weglaufen. Oh Gott, soll ich da reingehen? Ah! Kleiner Knopf drücken. Oh Gott. Okay. Sind wir jetzt tot? Sie sind tot. Habe ich Schaden bekommen? Das wäre mies. Ah, man kann rückwärts gehen auf Y. Interessant. Nö, uns geht's gut. Der Stromschalter für die vier Peripherieaufzüge ist in Tollmanns Büro. Ja, das liegt auf der anderen Seite des Parks. Ja, das heißt, dass ihr am falschen Ort seid. Okay, alles klar. Achte auf dem Boden liegende Gasfallen. Oh Gott. Gasfallen aus Glas. Aus sicherer Entfernung zerstören. Oh Gott.
Moment, Gasfallen oder Flaschen? Habe ich mich verlesen? Nee, Fallen. Ich sehe da nämlich so Gasflaschen rumliegen. Keine Ahnung. Magnum-Munition. Hey, ich finde Magnum-Munition. Ich finde Schrotflinten-Munition. Und laufe mit meiner Pistole mit 7 Schuss rum. Oder wie viel? Naja, okay. Bisschen mehr. Bewegt sich nicht. Na gut, das war anscheinend ein geheimer Bereich, mehr oder weniger. Weil die Magnum-Munition war zumindest anscheinend wieder so ein Special-Ding. Dann gehen wir wieder zurück. Hey, Philipp. Ich höre hier irgendwie... Waren die Geräusche vorher schon da? Der brutale Zyklop, eingesperrt wegen widernatürlicher Verbrechen. 700 vor Christus. Er ist aber schon lange da drin. Wie lange gibt's denn das Gefängnis schon? Oh, warte mal, mich hat was getroffen. Oh, da sind Blutschleimis. Seit wann? Und wo kommen die her? Mann, ey. Das ist ein Schild. Die heimtückische Schlange, eingesperrt wegen widernatürlichen Verbrechen 1800 vor Christus. Da ist überall irgendwie, sind da Items drin, aber ich weiß nicht, wie ich das öffnen kann. Wahrscheinlich mit dem PC. I'll be back. Da kommen wir wieder. Da kommen wir später wieder. Es gibt hier noch genug andere Türen. So, jetzt werde ich mal schweren Herzens, auch wenn ich echt die Munition gerne behalten würde, 5-mal auf die Glocke schießen, damit die Adams Family uns aufmacht. Hä? Na super, es geht überhaupt nicht. You were almost a Jill Sandwich. Ah, hier ist eine Glocke. Ja, in der Eisernen Jungfer wurden wir echt fast zum Mara Sandwich. Okay. Also, 1, 2, 3, 4, 5. Dann gehen wir mal rein in die gute Stube. Was findet ihr besser? Adams Family oder Monsters? Was war denn eigentlich vorher da? Der sieht echt aus. Ich habe als Kind, ehrlich gesagt, immer die Monsters geguckt. Und fand die cool. Die Addams Family kannte ich lange nicht, ehrlich gesagt. Bis dann irgendwann dieser 90er-Jahre-Film da gekommen ist, wo Wednesday in diesem... Sommercamp ist. Steht da... ein Geist? Okay, jetzt muss ich mal... Okay, jetzt schauen wir uns hier mal um. Hallo, Rabauke. Monsters sagt viel zu alt für auch. Ja, ich auch. Ich bin auch eher Monsters als Addams Family. Da drin schläft ein Vampir. Genauer ansehen. Dann beißt er uns und wir werden auch zum Vampir. Er ist nicht echt. Natürlich. Ich dachte wirklich, dass der echt wäre. Oh! Arschloch. Der Vampir hat sich aufgerichtet und hat mich ganz schön erschreckt. Hat er wirklich. Aber er ist ziemlich niedlich. Der hat mich wirklich erschreckt, ohne Scheiß. Song in a Cage. Von La Chiare Sunare. Okay, ich habe ein bisschen Angst vor dem Geist, der da einfach so steht. Da ist ein riesiger... Seht ihr das? Da ist ein riesiger Blutfleck. Und wenn ich weggehe, ist da ein Geist, der uns beobachtet. Was zur Hölle? Ein Gemälde eines Dämons. Adramelech, der Unsterbliche, wurde zwischen 1020 und 1115 für viele Tode verantwortlich gemacht. Das stecke ich in meine Hand ganz bestimmt nicht rein. Ach so, da stecke ich meine Hand nicht rein. Ach, da ist ein Loch in dem Mund von dem. Auf keinen Fall. Schade. Okay, auf der Uhr ist es 1:55. Nee, 1:55. Und auf der Uhr ist es 3:45. Na gut. Schauen wir uns mal noch ein bisschen um. Oh, Gewitter!
das war das vorher. Ich dachte, es wäre irgendwas explodiert in dem Raum. Oh Gott. Die Uhren müssen regelmäßig aufgezogen werden. Aber bitte mach das nicht ohne das richtige Werkzeug. Okay, kann ich die Vasen zerstören? Gehört das zum Vergnügungspark? Dass da Seelen von Geistern aus den Vasen kommen? Oder Melody of the Dead? Okay, irgendwo klingelt ein Telefon auch noch. Ein Globus. Scheint ziemlich zerbrechlich zu sein. So viele Orte, die ich noch nicht besucht habe. Wenn der ziemlich zerbrechlich ist, soll ich mal drauf schießen? Nee, ich glaube ehrlich gesagt, wenn ich drauf schießen kann, oder? Naja, okay. Hätte ja sein können. Ein plötzliches Ende von kaputt. Kaputt. Ich frage mich, was das im Englischen ist. Es bewegt sich. Come on! Haben wir gerade ein Extra-Leben verloren? Wären wir jetzt gestorben ohne Extra-Leben? Sind diese drehenden Köpfe Extra-Leben und das Spiel hätte uns jetzt hier, weil wir das Buch ein plötzliches Ende aus dem Regal gezogen haben, ernsthaft gekillt ohne Extra-Leben? Holy shit, das finde ich irgendwie cool. Aber auch ziemlich mies. Oh Mann. Es ist nicht echt, das ist lediglich ein Bild. Seit einiger Zeit nicht mehr geregnet. Das tödlichste Gift aller Zeiten. Nee, danke. Nee, danke. Will ich nicht rausnehmen. Das Buch lassen wir lieber drin, oder? Harmony Will Fade von Alcuna Licenza. Ah, hier ist das Telefon. Hallo? Das war die falsche Stimme. Ich wollte Stimmung machen. Du bist wieder da. Wer ist da? Ich freue mich, dass du da bist. Das muss ich wirklich sagen. Ach ja, diese jugendliche Beharrlichkeit. Oh Gott, Crow Country heißt das Spiel. So, wir haben Uhren, die wir aber ohne das richtige Werkzeug scheinbar eh nicht stellen können, oder? Nee. Wir haben ein Loch, wo wir unsere Hand nicht reinstecken wollen. Wir haben einen Jumpscare-Vampir und einen Geist, der wahrscheinlich nur zur Dekoration ist. Ein plötzliches Ende. Nee, danke. Nee, danke. Oh! Acrocanthosaurus, vielen, vielen, vielen Dank für die Bits. Ich habe keine Ahnung, warum Stree wieder nicht vorgelesen hat, aber Dankeschön dafür. Sehr, sehr nett von dir. Okay, dann gehen wir jetzt, glaube ich, einfach. Das mit den Bücherregalen ist echt gemein. Und ich meine, Moment mal, war das im Vergnügungspark schon immer so, dass hier die kleinen Kinder erstochen werden, wenn sie Bücher aus dem Regal ziehen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Meine Mutter wollte, dass ich jeden Tag übe. Ha, müssen wir was schreiben mit den Noten vielleicht? Ha, nein! What? Das war einfach nur komplett geraten bei Fade. Das einzige englische Wort ist, das ich jetzt hier erkannt habe. Holy shit, ich bin so clever. Ohne Scheiß. Schrotflintenmunition. Ah, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Aber das sieht auch aus wie eine Note, das Bild. Ich überlege gerade, guck mal, da sind nämlich drei Lichter. Ich glaube, da geht noch mehr. Dead. Dead. Spielen wir mal Dead. Oh yeah. Oho, Geheimgang, okay.
Das ist wieder was anderes, aber irgendwo gab es noch ein Bild auf jeden Fall. Ah ja. Cage. Oh, ein kleines Pilzmonster, das mich anguckt. Ich bin ein kleiner Pilzjunge. Ich werde dir mit meiner Pilzmagie einen Wunsch erfüllen. Okay, what the fuck ist denn eigentlich? Wir werden jetzt gerade sehr surreal, oder? Das Spiel war bisher noch so ein bisschen mysteriös, übernatürlich realistisch. Wisst ihr, wie ich meine? Es gab diese übernatürliche Komponente. Irgendwas mit Wurzeln, die Menschen in Monster verwandeln, keine Ahnung. Aber was ist jetzt los? Geister? Pilzmonster, die Wünsche erfüllen? Sag mir, was ist dein Wunsch? Bitte. Du möchtest die Reichweite deines Flammenwerfers erhöhen? Wenn du meinst. Okay. Moment, du hast ja nicht mal einen Flammenwerfer. Dir wird kein Wunsch erfüllt. Okay. Hey, ich sollte mir echt Notizen machen. Hier gibt's so viel, was ich irgendwann später mal machen muss. Wartet mal schnell. Haben auf der Karte die Orte Räume? Ja, sehr gut. Jetzt passt auf. Okay, ich brauche ein großes Blatt. Kleiner Block ist zu klein. Ich brauche großen Block. Das ist voller 2, das lasse ich mal. Ich mache mir hier ein Crow Country Dingsy. Spuk. Schloss Flammenwerfer Klavier. So. Huh. Alles cool. Dann spielen wir jetzt nochmal die Melodie Dead. D-A-D. Und dann kriechen wir in das Bild hier. Wenn nötig, kann ich da durchpassen. Na dann los. Oh, wir haben Blut am Kleid sogar. Das ist ja irgendwie cool. Aber sind wir irgendwie verwundet? Nee, uns geht's sehr gut. Wir haben nur ein Leben verloren. Aber dass wir dann trotzdem Blut am Kleid haben, ist irgendwie cool. Ach du Scheiße, ey. Oh, oh. Oh, shit, keine Munition mehr. Ah. Hat da gerade jemand geschossen? Landgericht, 185 Central Avenue, irgendwas, bla bla bla, amtliche Vorladung, letzte Mahnung. Vor sowas habe ich immer Angst, dass ich irgendwann mal so lange eine Rechnung nicht bezahle, dass sowas im Briefkasten landet oder sowas. Sehr geehrter Mr. Crow, bisher haben Sie nicht auf das Schreiben geantwortet, das Sie vor 14 Tagen von uns erhalten haben. Es handelt sich hierbei um eine schwerwiegende Angelegenheit, die Ihre sofortige Aufmerksamkeit erfordert. Elaine Marshalls Familie hat einen Anwalt eingeschaltet. Hey, ich kann, wenn da irgendwie ständig kleine Kinder von irgendwelchen Speeren im Bücherregal aufgespießt werden, kann ich mir schon vorstellen, dass da oft so Klagen reinflattern. Das Verfahren gegen sie wird derzeit eingeleitet. Mit freundlichen Grüßen, G. Williams. Landgericht. Es ist vermutlich nur ein Zufall und kein Easter Egg. Oder für ein Easter Egg ist es zu abstrakt, aber bei G. Williams muss ich natürlich an William Birkin denken, der zu G mutiert, ne? Der William G. Naja. Reinigungsmittel riecht stark nach Bleichmittel. Trotzdem dunkle Flecken am Boden. Ich frage mich, was hier wohl gereinigt werden sollte. Blurt. Oh, ich bin in eine Bärenfalle gelaufen. Oh, Gott sei Dank, Pistolenmunition. Okay. Oh, ich hätte noch 2 Granaten, ne? Hey, sollte ich schon langsam irgendwie mal eine bessere Waffe kriegen, eigentlich? Frage ich mich gerade so, weil irgendwie finde ich so viel Munition für alles.
Naja, gucken wir mal. Zigarettenautomat, aber ich darf nicht rauchen. Tallmans Aufzeichnung. 27. März 88. Um 2.15 Uhr morgens wurde der Alarm ausgelöst. Zwei weitere Gäste sind im Poolraum erschienen. Damals habe ich dafür gesorgt, dass die Kameras laufen. Daher haben wir nun den Beweis. Sie kamen aus dem Pool. Sie sind noch schlimmer als der erste. Beschädigt. Falsche Form. Auseinanderbrechend. Bei dieser Beschreibung komme ich mir herzlos vor, aber ich finde keine anderen Worte für sie. Der Boss sagt, wir können sie nicht transportieren, so wie wir es beim ersten Gast getan haben. Er versucht 23 Minuten lang mit ihnen zu reden. Dann erschoss er sie beide. Okay, okay, okay. Die Tür klemmt. Geht nicht auf. Ah, ich verstehe. Das ist eine interessante Mechanik, die das Spiel hat, dass hier quasi so Automaten und so Spinde hier und Mülleimer einem nur Sachen geben, wenn man Sachen braucht. Das ist basically so ein bisschen wie der Loot, der in Resident Evil 4 von den Gegnern gedroppt wird. Nur halt anders. Aber vom Prinzip her ganz ähnlich. Man kriegt immer das, was man gerade so noch braucht. Geht's dir gut? Hallo? Ah, mein Kopf. Ich musste mich übergeben. Hey, es ist alles gut, mach dir keine Sorgen. Ist dir was zugestoßen? Es hat mich nur gestreift. Ich dachte, mir würde nichts passieren. Ich weiß nicht mal, was es eigentlich war. Mein Kopf dröhnt und mein Magen. Ah, okay. Du wurdest angegriffen. Mir ist schwindelig. Ich habe was, womit es dir besser geht, zumindest vorübergehend. Brauchst du jetzt Gegengift oder ein Medkit? Es klingt so, als wäre sie vergiftet, oder? Ich gebe ihr mal ein Gegengift. Das solltest du nehmen. Danke. Ich glaube, das hat tatsächlich geholfen. Oh, wie unhöflich. Wie heißt du? Ich bin Mara. Danke, Mara. Ich bin Natalie. Natalie Crow. Was machst du hier, Mara? Ich suche deinen Vater, Edward Crow. Was willst du denn von meinem Vater? Du hast deine Vermisstenanzeige aufgegeben, oder nicht? Ja, das habe ich. Sie haben dich geschickt? Ja, ich bin Agent Mara Forrest. Aber du bist so... Was? Was ist mit dem Mann, mit dem ich am Telefon gesprochen habe? Detective Harris oder so ähnlich? Detective Harris James? Er ist verhindert. Sein Auto ist kaputt. Also haben sie stattdessen dich geschickt? Ja. Ich habe mir schon gedacht, dass sie wirklich sehr klein ist, ne? Wahrscheinlich wird darauf angespielt. Es heißt, wir hatten ja auch schon zweimal jetzt so enge Durchgänge, wo sie nur durchpasst, weil sie so klein ist. Das ist wahrscheinlich so ihr Gimmick. Ist das Büro deines Vaters? Da drin ist er nicht. Ich bin hier seit Stunden. Ich habe nichts gehört. Aber ich würde trotzdem gerne einen Blick hineinwerfen. Weißt du, wie ich reinkommen kann? Das wird nicht einfach. Du brauchst den Schlüssel. Es ist ein großer, goldener Schlüssel. Ein goldener Schlüssel, okay. Und du musst den Türgriff unter Strom ausschalten. Und wie mache ich das? Keine Ahnung. Als ich das letzte Mal hier war, war er noch nicht unter Strom. Mein Vater muss ihn erst vor kurzem eingebaut haben. Warum? Was versteckt er denn da drin? Es tut mir leid, Mara. Mir geht's immer noch nicht gut. Natürlich. Ich lass dich jetzt in Ruhe. Es tut mir leid. Du bist sehr nett. Wollen wir sie nicht zum Auto bringen, vielleicht? Na, okay. Anscheinend nicht.
Crow hat das elektrische Batteriegerät auf die südöstliche unterirdische Ebene bringen lassen. Das heißt, er hat keinen Zugriff mehr darauf. Genau darum ging es, glaube ich. Jetzt gehe ich zurück und töte das letzte Monster noch. Yo! Kopflos. Ich habe ihn geköpft und er ist weitergegangen. Aber jetzt ist er tot. Jetzt geht er nicht mehr weiter. Okay, es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, die wir von hier aus wieder haben. Jetzt lasst mich mal schnell auf die Karte gucken. Karte war der Knopf. Wir sind... Aha, da unten können wir definitiv reingehen. Versuchen wir das mal. Die Pike, Parkbetrieb. Ich glaube, sie ist nicht verschlossen. Okay, ich bin gespannt. Ich habe Angst. Da liegt eine Waffe am Boden, aber das sieht aus wie eine normale Pistole. Außerdem liegt da ein Toter. Das sollte... Das ist erst das Zweitwichtigste hier an diesem Bild. Ich schaue mich erstmal ein bisschen um. Mitarbeiterinfo. Edward hat die Tür seines Büros unter Strom gesetzt, und zwar mit Hochspannung. Auch als ich den Hauptstromschalter ausgeschaltet hatte, war die Tür nach wie vor unter Strom. Daher glaube ich, dass sie an einen Generator angeschlossen ist, der sich irgendwo auf der unterirdischen Ebene befindet. Hm, okay. Was ist das? Das ist ein Modell des Crow Country Parks. Sieht aus, als gäbe es vier Hauptbereiche. Und am Rand noch ein paar kleinere Bereiche. Pistolenmunition. Dankeschön. Wow, guckt euch das mal an. Krass, oder? Wie hat der sich selber erschossen? Aber ey, meine Güte, ist das Blut gespritzt. Crazy, okay. Bin ich gespannt. Schauen wir uns mal noch ein bisschen um hier. Folgende Türen sind nun elektronisch versperrt. Verlies, Meerjungfrau, Zyklop, Wolfschlange, Gruft, Ophelia. Sie können nur über den Computerterminal des Verlieses geöffnet werden. Okay. Aktenschrank. Alles gut sortiert. Akten lesen. Edward hat dem Bau der kosmischen Zukunft die finanziellen Mittel entzogen. Der Bau wurde gestoppt. Er sagt, es handelt sich lediglich um eine vorübergehende Verzögerung. Aber ich weiß, wenn er lügt. Irgendwas stimmt mit Edward ganz und gar nicht. Er sieht krank aus, aber gleichzeitig hat er auch fast schon manische Energie in seinen Augen. Als ich Tallman darauf ansprach, schwieg er mich nur an. Ich weiß nicht, was los ist, aber ich glaube, beide sind darin verwickelt. Ich habe versucht, Edward und Tallman bei ihrem Meeting zu belauschen. Es hört sich an, als würden sie mit jemandem sprechen, mit einer dritten Person im Raum, die nur zuhört und nichts sagt. Aber ihre Worte klangen so, als würden sie mit einem Baby oder einem Kleinkind sprechen. Sie redeten langsam und benutzten einfache Sprache. Was ist da los? Ja. Sehr mysteriös alles. Ich finde die Story richtig gut. Ich bin echt richtig hooked. Muss ich schon sagen. Sehr cool. Das Spiel gibt es auch für PS5, sehe ich gerade. Sehr gut. Ja, genau. Das haben wir vorher schon. Hat vorher schon jemand geschrieben. Gibt es auch für die Konsolen. Zumindest PlayStation und Xbox. Ein Fernsehgerät. In dem Gerät ist eine Videokassette. Schauen wir uns das mal an. Edward. Nee, das ist Pike. Das ist eine Nachricht von Douglas Pike für Edward Crow. Edward, wir sind jetzt seit über 30 Jahren miteinander befreundet. Das ist der da am Boden liegt. Okay. Du hast mir den Betrieb deines Freizeitparks anvertraut und ich habe diese Aufgabe sehr geschätzt. Du warst mir gegenüber immer großzügig und hast mich für meine Arbeit immer sehr gut bezahlt. Aber ich kann nicht mehr schweigen. Edward Crow, deine Verbrechen sind nicht zu übersehen. Und deine Sünden werden bestraft. Was Elaine Marshall angeht, ich hoffe, sie wird uns niemals verzeihen. Denn das hätte keiner von uns verdient. Auf Wiedersehen. Das ist das Ende. Und dann hat er sich erschossen. Irgendwie tut er mir leid.
Und zwar mit einer Magnum. Nee. Ah. Wir können die Pistole nicht mal mitnehmen. Das ist echt gemein. Warum nicht? Naja, okay. Okay, dann ist einer der vier apokalyptischen Reiter aber schon tot jetzt, oder? Das war einer der vier. Oh, guck mal, sie ist auch weg. Okay. Eine Granate. Okay. Ich sollte mehr Granaten benutzen. Ich habe drei davon. Und das Spiel ist nicht sehr knausrig, finde ich. Kann man ruhig mal ein bisschen um sich werfen. Aber nachdem ich diesen riesen Kerl gesehen habe, will ich echt ein bisschen sparen, ehrlich gesagt. Okay, wir sind hier. Ah, da kommen wir dann zurück in die Märchenstadt von hinten. Aber es gibt ja auch noch so einen weirden Aufzug. Jetzt gehe ich erstmal zu dem weirden Aufzug, weil da ist wahrscheinlich dann der Generator, dass wir in das Büro von Edward kommen. Ah, schwerer Fehler. Na gut, okay. Nichts passiert. Ist sicherlich kaputt. Ja gut, okay, dann gehen wir mal zurück zum Park. Was hast du verpasst? Boah, musst du dann vielleicht nachträglich nochmal reinschauen. Ich weiß jetzt auch nicht, seit wann du weg bist, aber storytechnisch ist jetzt nicht so viel passiert. Hallo? Fee? Schau in die andere Richtung. Könnte jemand vom Wartungsteam bitte die Lagerraumtür des Meeresreichs streichen oder die Tür einfach komplett austauschen? Sie ist aus ziemlich altem Holz und fällt so langsam auseinander. Gegen ein Feuer hätte sie keine echte Chance. Aha, Flammenwerfer. Gib ihn mir. Wo ist mein Flammenwerfer? Dann kann ich zum kleinen Pilz. Oh, noch eine Granate, okay. Warum sind hier so viele Granaten in dem Vergnügungspark? Seilwinde. Ich glaube, damit lässt sich der Vorhang bewegen. Oh, da sitzt irgendwas auf dem... Oh Gott, ey. Wie creepy kann man aussehen? Ich habe Angst, da runter zu gehen. Ich habe Angst, dass das eine Arena ist. Wenn ich jetzt da runter gehe, dann kommen alle. Oh, ein Ventil. An ein Rohr angeschlossen. Drehen. Ah, wenn die mit Wasser betröpfelt wird, bewegt sie ihre Beinchen. Verstehe ich aber nicht. Oh, okay. Gut, wissen wir jetzt zumindest mal. Benutze ich mal den Aufzug nach unten. Was bist du denn für ein hässlicher kleiner Roboter? Oh je. Es. Ich. Tja, er ist tot. Ich glaube, mehr gibt's nicht zu sagen. Oh, guck mal. Oh Gott, guck mal. Oh Gott, das ist so creepy. Holy shit. Hey, sag mal, ist der kugelsicher? Nee, er ist umgefallen. Das sah gerade so aus, als würde die Munition einfach von ihm abprallen. Ist er tot? Ja, blutet. Okay. Sind das Kinder? Sind das infizierte Zombie-Kinder? In Resident Evil wollte er die nicht. Shinji Mikami. Und in Minecraft gibt's die aber. Insofern ist Minecraft brutaler als Resident Evil. So viel Schrotflintenmunition. Seid ihr bekloppt? Gebt mir eine Schrotflinte endlich. Hallo? Hört zu. Ich hatte keine Ahnung, wozu diese Wurzeln da sind. Woher hätte ich es wissen sollen? Welche Wurzeln? Wovon redest du da? Es gibt insgesamt 7. Und ich habe sie abgeschnitten. Habe sie aufgeschnitten. Du hast sie aufgeschnitten? Was? Alle bis auf eine. Wir haben eine ganz gelassen für später, dachten wir. So eine Farce. Yeah! Mir ist aufgefallen, dass die 7 Weltmeere... Meerjungfrauen dieselbe Art von Batterie verwenden wie die Riesenkrähe. Aha.
Das ist keine gute Idee. Solche Batterien sind nicht wasserdicht. Diese Meerjungfrauen brauchen ständig Wartung. Oh, shit, da nuckelt noch mal so ein kleines Ding. Okay, geköpft. Und noch mehr Schrotflintenmunition. Wenn ich jetzt nicht bald eine Schrotflinte kriege. Es ist voller Wasser. Aha. Aha, da schütte ich dann irgendwas rein. Und zwar die Säure, die ich weiter unten, an die ich nicht, von der wir gelesen haben, ne? Und dann besprenkeln wir die mit Säure. Und dann schmilzt sie. Ich habe keine Ahnung, ob das Sinn macht und warum, aber okay. Ist der wirklich tot? Sind wir uns da sicher? Okay. Die Tür ist mit einem Gehstock blockiert. Hä? Fester drücken. Ah, okay. Hoffentlich braucht niemand den Gehstock. Na, oh, gut. Ah, Theater, alles klar. Ich glaube, dann gehe ich mal speichern. Seit wann ist denn hier offen? Das ist neu. Okay, okay. In den Pilzmund können wir nachher definitiv reingehen. Ich habe nur gerade irgendwie die Orientierung verloren. Geht's da zum Speichern? Ich glaube schon. Ja, ja, das stimmt, zu alt für. Aber manchmal macht es auch Sinn, auf Sachen zu schießen, die sich nicht bewegen. Damit sie sich später auch nicht mehr bewegen. Ich hasse Spiele. Wirklich. Ich hasse das, wenn Spieler das machen, dass die Gegner platzieren, die irgendwie tot sind, unter Anführungsstrichen. Und man weiß ganz genau, dass die gleich aufstehen werden. Und dann schießt man schon drauf und dann passiert aber nichts. Dann sind die einfach nur Requisite und bewegen sich nicht. Und dann plötzlich, wenn man, ne, wenn man eine Aktion ausführt, ein Quest-Item mitnimmt, was auch immer, dann stehen sie auf und sagen, buh, haha, ich war die ganze Zeit am Leben. Und das einfach nur cheaten. Unverschämtheit. Okay, dann gehen wir mal in den komischen Pilzmund, der jetzt komischerweise offen ist. Ich verstehe gar nicht, warum. Okay. Ein Seil aus Samt. Kann ich aber nichts mitmachen. Ach so, ich habe die ganze Zeit B gedrückt. Vielleicht kann ich doch was damit machen. In Dead Space war es nice, weil da konnte man die Nicht-Toten schon im Vornhinein killen. Ja, ja, genau. Wenn Spiele das machen, finde ich das super. Das ist dann nett. Das ist nett. Hey, Müritz, vielen, vielen Dank für den Fünfer. Das ist sehr nett von dir. Danke für... Ich danke dir für die vielen Resident Evil-Informationen. Dankeschön, sehr gerne. Ich danke dir. Warnung, eigentlich sollte das logisch sein, aber bitte esst keine Pilze, damit euch nichts zustößt. Und damit ich nicht durchdrehe. Vielleicht sollten wir Pilze essen. Der Weg ist versperrt, aber ich könnte das problemlos verschieben. Ha, hätte ich gar nicht gedacht. Das ist so eine typische Videospielbarriere, ne? Es ist so dunkel hier. Ich wette, hier sind Gegner. Okay. What the fuck? Der Pilzkönig. Auf seinem Kopf ist ein Knopf. Ich habe Amantia Paliodes zum Abendessen eingeladen. Tja. Ich muss wohl alleine essen. Ich fürchte, das grüne Knollenblätterpilz. Der grüne Knollenblätterpilz wird den Schweinen zum Fraß vorgeworfen. Anordnung seiner königlichen Hoheit, des Potentaten der prächtigen Pilze. Der Hof erachtet folgende als tödliche und gefährlich. Grüner Knollenblätterpilz. Zerstörungsengel, tödlicher Dapperling. Okay. Ich muss jetzt quasi einen Pilz essen und darf nicht sterben. Das ist wahrscheinlich hier das Rätsel.
Anordnung seiner königlichen Hoheit. Der Hof erachtet folgende als gutartig und harmlos. Perlpilz, Morchel und Shiitake. Okay. Jetzt müssen wir, glaube ich, nur irgendwie rausfinden, welcher Pilz welcher ist. Auf dem Teller ist ein Pilz. Die berühmte Miss Morchella. Ich schaue mir erstmal alle an. Die erleuchtete Lepiota Bruneon Incananatata. Amanita, das war dann die mit dem Knollenpilz, oder? Oh, da liegt Pistolenmunition, die nehme ich noch mit. Der veritable Lord Amantia. Nein, nicht essen! Was soll ich mit den Namen anfangen? Ich verstehe sie irgendwie nicht. Moment mal, die heißen alle gleich. Oder was ist los? Okay, ich rede noch mal kurz mit dem hier. Okay, jetzt passt auf. Ich muss mir da kurz Notizen machen. Also, wir haben Amantita Rubescens zum Abendessen eingeladen. Ah, der sagt mir jedes Mal andere Sachen. Und Adamantia Rubescens isst den Perlpilz. Und ich glaube, Perlpilz ist giftig. Oder schauen wir nachher nochmal nach. Aber das ist gut. So kommen wir drauf. Hey, danke schön, Silvana. Gerade nicht unbedingt, nee. Aber danke. Drücken wir nochmal auf den Knopf. Okay. Ich muss mir das echt aufschreiben, weil die heißen auch noch alle verdammt gleich. Aber das ist definitiv ein anderer. Amanita Phalloides. Und der Phallus ist den Grünknollenblätterpilz. Den sollten wir nicht essen. Grüner Knolli. So. Ja, die hatten wir schon. Sagt er noch andere Sachen oder sagt er nur die zwei? Kommen wieder die? Okay. Ah, das ist tatsächlich ein neuer Name. Jetzt pass auf. Amanita Bis Porigera. Die hat den Zerstörungsengel. Sollten wir auch nicht essen. Sind das die drei giftigen? Weil dann haben wir jetzt das Rätsel, glaube ich, basically gelöst. Die giftigen sind der grüne Knollenblätterpilz, der Zerstörungsengel. Ah, aber den Perlpilz können wir essen. Wir brauchen noch den tödlichen Dapperling. Sag mir noch mal was anderes, König. Die haben wir auch schon. Sag mir, dass du noch einen Satz brauche ich noch von dir. Dann können wir das problemlos lösen. Aha, da haben wir was. Morchella zum Abendessen eingeladen. Sehr gut. Morchella. Und Morchella ist Morcheln, oder? Das hätte ich jetzt angenommen. Ja, genau. Okay, schade. Das ist leider nicht die Info, die wir brauchen. Morcheln können wir essen. Das heißt, wir haben jetzt aktuell bei zwei Pilzen noch eine 50-50 Chance. Die anderen kann ich identifizieren. Deswegen frage ich ihn jetzt noch weiter. Einen brauchen wir noch. Bis Porigera haben wir schon. Oh, das ist neu. Sehr gut. Lentinula
Idodes. Und Idodes ist den Shiitake. Den können wir auch essen. Okay, also. Dann gehe ich jetzt die Namen durch und dann gucken wir, was wir essen dürfen und was nicht. Pilz Nummer 1. Der Platz gehört Phalloides. Und Phalloides hat den grünen Knollenblätterpilz, also nicht essen. Der Platz gehört Idodes. Und Idodes hat den Shiitake, den essen wir jetzt mal. Könnte gefährlich sein. Rein damit! Okay. Wir leben noch. ist ein schönes Rätsel, finde ich. Nur, dass der so random Sätze ausspuckt, über die man es dann rausfinden muss, finde ich ein bisschen komisch. Aber gut. Da haben wir den Bispo. Der hat die Zerstörungsengel. Den essen wir lieber auch nicht. Oder muss ich die tödlichen essen? Könnte auch sein. Die weiß ich jetzt nicht. Ich hoffe mal, ich esse die richtigen. Hier haben wir die Rubeszenz. Die Rubeszenz hat den guten Pilz. Essen. Und ich glaube, da oben war die Moachel, oder? Genau, die Moachella. Und die Moachella ist die Moachel. Essen wir auch. Okay, wir haben die guten Pilze gegessen. Ich weiß jetzt nicht, soll ich die giftigen auch essen? Die guten haben wir jetzt gegessen. Da wird mir jetzt auch nichts mehr angezeigt. Gibt es irgendwo noch einen Knopf oder irgendwas? Ich dachte, das Rätsel wäre jetzt gelöst. Ich habe die gutartigen und harmlosen gegessen. Tödlichen und gefährlichen will ich nicht unbedingt essen, ehrlich gesagt. Aber was mache ich jetzt? Eigentlich sollte es logisch sein, aber bitte esst keine Pilze, damit euch nichts zustößt und damit ich nicht durchdrehe. Wisst ihr was? Ich glaube, ich gehe jetzt schnell speichern. Nochmal. Und dann esse ich einfach auch mal einen giftigen Pilz, I guess. Auch wenn ich irgendwie nicht weiß, ob das eine gute Idee ist, aber... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Die guten Pilze habe ich jetzt eigentlich gegessen. Und es ist nichts passiert. Ich hätte damit gerechnet, dass wenn ich die guten Pilze esse, dass dann der König sagt, ah, die guten Pilze wurden gegessen. Hier hast du den goldenen Schlüssel. Die Magnum. So heißt die Magnum. Die goldene Schlüsselgun. Die verschießt goldene Schlüssel. Naja, scheinbar nicht. Okay, dann esse ich jetzt mal einen giftigen Pilz. Aber für was dann das? Das macht alles keinen Sinn. Das ist jetzt der Zerstörungsengel. Der war nicht gut. Der war nicht gut für uns. Hätte ich die vielleicht irgendwie so essen sollen? Wisst ihr, immer einen giftigen und dann guten und dann giftigen, damit ich mich heilen kann oder sowas in der Art? Naja. Keine Ahnung, der Zug ist abgefahren. Ich habe zum Glück eh Heilung, ganz viel. Oh, der war sehr giftig. Shit. Oh, shit, okay. Und der ist vergiftet, okay.
Nein, oh Gott, ah, ich hab mich voll verdrückt, aber scheißegal, ist eh okay. So, König, ich hab alle Pilze gegessen. Danke, dass du mit mir gegessen hast. Ich werde mich dir gänzlich öffnen. Und da ist jetzt wieder ein kleiner Bonuspilz drin. Ich bin ein kleiner Pilzjunge. Ich bin ein kleiner Pilzjunge. Ich werde dir mit meiner Pilzmagie einen Wunsch erfüllen. Sag mir, was du dir wünschst. Bitte? Du möchtest die Wucht deiner Handfeuerwaffe erhöhen? Wenn du meinst. Wunsch erfüllen. Wunsch erfüllt. 9 mm Handfeuerwaffe, Wucht erhöht. Was bedeutet das jetzt? Ich bin ein kleiner Pilzjunge. Ich hab dir schon einen Wunsch erfüllt. Ich hab keinen anderen Zweck. Na gut, ist okay. Heißt das mehr Schaden oder hauen wir jetzt die Gegner irgendwie mehr zurück? Kann ich mir irgendwie eine Statistik anschauen oder so? Nee, das ist jetzt einfach die Handfeuerwaffe plus. Ich nehme an, wir hauen jetzt besser rein oder so. Keine Ahnung. Irgendwas wird's schon bringen. Gut, weiter geht's. Okay, das hätten wir gemacht. Wir haben jetzt ein bisschen Heilung verbraucht. Dafür haben wir jetzt eine bessere Wumpswaffe. Das finde ich eigentlich ganz gut. Oder Wuchtwaffe. Wir haben noch... Im Theater. Was war denn im Theater gleich nochmal los? Ah ja, genau. Da war das mit der Flüssigkeit oder so. Lag da gerade noch ein Gegner am Boden, der noch gelebt hat, glaube ich? Wahrscheinlich schon. So. Wir könnten jetzt... Ja, was könnten wir denn eigentlich? Ah, ich habe mich, glaube ich, noch gar nicht im Gruselgebirge überall umgesehen. Ich glaube, wir gehen nochmal ins Gruselgebirge. Ah, wir gehen aber nicht in die Bärenfalle. Bitte. Ach, guck mal. Warum ist da ein Fahrradpolizist? Verzeihung, aber du solltest nicht hier sein. Warum nicht? Hier ist es nicht sicher. Soll ich dich rausbegleiten? Bist du Polizist? Detective Harrison. Ich hätte vor Stunden schon hier sein sollen, aber irgendjemand hat heute Morgen mein Auto aufgebrochen. Der Dreckskerl hat mir auch die Reifen aufgeschlitzt. Die sehen aber noch okay aus. Nein, die Reifen von meinem Auto hat er mir aufgeschlitzt. Haben wir das gemacht? Wir haben vorher so komisch reagiert, als die Frau von Crow uns darauf angesprochen hat, warum die nur uns geschickt haben. Und dann haben wir gesagt, Harris war verhindert oder sowas. Haben wir das gemacht, damit wir endlich unseren großen Fall haben, so ungefähr? Naja, ich musste mir das Fahrrad ausleihen, weil ich den Wagen nicht nehmen konnte. Ach so, logisch. Wie ist nochmal dein Name? Ach ja, tut mir leid, ich bin Mara. Ah, das da draußen ist also dein Auto, der 85er Fiesta. Ja, woher weißt du das? Ich habe deinen Freund getroffen. Er sagt, er wartet auf dich. Du meine Güte. Er ist nicht mein... Ach, ist auch egal. Es ist mir nicht wichtig. Du wirst ja ganz rot. Nein, red keinen Unfug. Mara, vielleicht kannst du mir helfen. Ich sollte mich mit einer Frau treffen, Miss Natalie Crow. Du hast sie nicht irgendwo gesehen, oder? Soweit ich weiß, ist sie Anfang 20, blonde Haare. Ich gebe ihm die Info weiter, oder? Ich wüsste nicht, warum wir ihm die Info jetzt nicht geben sollten. Let's go. Yep, ich habe sie gesehen. Sie war im Mitarbeiterflur vor Edward Crows Büro. Oh, sehr gut. Vielen Dank. Ich muss Miss Crow finden. Bitte geh zurück zu deinem Auto, okay? Hier ist es nicht sicher. Du musst nach Hause gehen. Hey, ich find's ein bisschen... Dankeschön, Frankie Tanky. Du hast absolut recht. Ich find's ein bisschen shady, dass wir ihm nicht sagen, dass wir Special Agent Mara irgendwas sind. Sind wir vielleicht überhaupt keine FBI-Agentin?
klar, ich wollte gerade gehen. Also mehr oder weniger. Freut mich, das zu hören. Pass auf dich auf, okay? Haben wir irgendwie diesen Funkspruch, dieses Telefonat abgehört und den Polizisten sabotiert, damit wir vorher da sind? Aber warum? Es ist spannend. Das Spiel ist echt spannend. Auf vielen Ebenen jetzt schon. Also zwei. Wir haben schon zwei Storystränge. Ich hätte nicht erwartet, dass der auftauchen würde. Oh, noch ein Telefongespräch. Hallo? Der erste Gast ist vor 2 Jahren aus dem Pool gestiegen. Ich glaube, das war Absicht. Der Zeitpunkt, meine ich. Vor 2 Jahren? 1988. Das muss eine Art Kreuzung gewesen sein, ein wichtiger Wendepunkt sozusagen. Spät genug, um die nötige Infrastruktur zu haben. Früh genug, um... Naja, früh genug, um nicht zu spät zu sein. Okay. Creepy. Wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Der hat mich ganz aus dem Konzept gebracht. Ah ja, genau. Nee, warte mal. Nee. Ah, ich wollte eigentlich in den Gruselpark, aber jetzt gehe ich mal zurück zum Auto, wie er gesagt hat, auch, weil ich mal gucken will, ob da sich irgendwas verändert hat. Ob wir jetzt vielleicht mit dem Kerl da irgendwie nochmal anders reden können oder so. Neue Dialoge. Vielleicht können wir auch Munition holen? Ich weiß es nicht. Hast du zufällig einen Flammenwerfer eigentlich dabei, Arthur? Ich bin fertig. Können wir los? Nein, tut mir leid. Warum? Was willst du denn hier? Ich muss Edward Crow finden. Den Besitzer? Mara, der Park wurde vor einer halben Ewigkeit geschlossen. Der ist mit Sicherheit nicht mehr hier. Er ist hier. Ich muss mit ihm reden. Warum? Es gibt da etwas, was ich ihm sagen muss. Okay, wir haben definitiv unsere eigene Motivation, hier zu sein. Das hängt nicht nur damit zusammen, dass die Tochter ihn als vermisst gemeldet hat. Definitiv haben wir irgendwie unser eigenes Hühnchen mit dem zu rupfen. Ich bin voll investiert. Ich bin begeistert. Ich finde das richtig spannend gerade. Sehr gut. Freut mich. Habe ich jetzt schon Bock drauf. Auf die Auflösungen. So, okay. Dann gehe ich jetzt da vorne nochmal hoch in den Geisterbereich. In den Gruselwald, weil da gibt es, glaube ich, mindestens einen Raum, in dem wir noch gar nicht waren. Ach, guck mal, da ist das Fahrrad. Harrison James Fahrrad. Ist der da reingegangen? Soll ich mal gucken? Jetzt gucke ich mal, ob der da ist. Ich habe ihn ja da auch hingeschickt, ne? Aber... schau ich mal, ob er da jetzt auch ist. Nee, hier ist er leider nicht. Schade, aber sein Fahrrad hat er da irgendwie draußen abgestellt. Naja, gut, okay. Dann nicht. So, und jetzt passt auf. Hier, genau, in die Gruft sind wir noch nicht gegangen. Steintreppe nach unten. Let's go. Okay. Creepy Grabsteine. Oh, oh Gott. Was ist los? Ich höre Schritte. Ist da was Unsichtbares im Wasser? Oh Gott, bitte nichts Unsichtbares. Warte mal, da zielt jemand mit der Schubflinte auf mich. Wird das Ding schießen?
Ich sollte es lieber nicht anfassen. Oh, das ist sehr unangenehm. Das ist sehr unangenehm, dass das Ding da so auf mich zielt. Ohne Scheiß, ich fühle mich sehr unwohl. Sehr effektiv. Okay, Solomon Weselby, 1855 bis 1959. Ha, Kopfdrehen. Ostel. Aha, aha, ich verstehe schon. Die haben Namen. Und da müssen die hinzeigen. Der heißt Weselby. Und das ist so ähnlich wie West wahrscheinlich, oder? So vielleicht? Owsley. Der muss nach Osten gucken. Und Solina muss nach Süden. Und jetzt? Stimmt aber irgendwas nicht. Osten. Westen. Ah, Norbert, ne? Könnte auch Norden sein. Norbert. Wir haben niemanden, der nach Norden guckt. Nee, das wollte ich nicht. Shit. Hallo, Lotzi. Ein Abfluss. Er funktioniert nicht. Vermutlich wird hier bald alles unter Wasser stehen. Ah, vielleicht hilft uns der Zettel weiter. Falls eines der Kinder Probleme damit hat, die Falle zu deaktivieren, könnt ihr in dem folgenden Tipp geben. Konzentriert euch beim Lesen der Grabsteine auf die Namen. Die Geburtsdaten und Todesdaten helfen euch im Moment nicht. Schaut in die Mitte des Raumes auf den Boden. Ja, so weit war ich eigentlich schon. Also, der ist definitiv Osten. Definitiv. Der könnte Süden oder Westen sein, ne? Wollen wir mal von dem Vornamen vielleicht ausgehen? Dann wäre der Norden. Und der wäre Süden. Ne, okay, dann gehen wir mal von den Nachnamen aus. Dann drehen wir den mal nach Osten. Nein, oh, ich bin so dumm. Ich verstehe es natürlich. Nordosten. Natürlich. Und du bist dann Südwesten. So. Jetzt. Hier liegt Ophelia. Den Namen haben wir schon irgendwo gelesen. Die unter so tragischen Umständen ertrunken ist. Tochter, Schwester, Mensch. Wartet mal kurz. Ich habe in real life komische Geräusche gehört. Und es ist gerade so gruselig. Habe ich mir hoffentlich nur eingebildet. Dam, dam, dam. Die Wurzeln kommen, um mich zu holen. Was ist das? Ein kleiner Kanister Benzin? Ach so, Flammenwerfermunition. Ja, okay. Ich glaube, es wird nicht auf mich schießen. Vielleicht kann ich sie benutzen. Sie klemmt. Sie klemmt? Sie klemmt? Ich ziehe immer noch. Nein, sie ist kaputt gegangen. Ich glaube, das war nur eine Dekoration aus Plastik. Ich dachte, ich kriege jetzt die Schrotflinte. Wie gemein ist denn das eigentlich? Da halten die mir die Schrotflinte unter die Nase. Ich fühle mich super unwohl, aber freue mich gleichzeitig, die jetzt wahrscheinlich zu kriegen. Dann ist das... Oh! Oh Gott! Oh Gott! Was zur Hölle?
Okay. Was zur actual Hölle? Das Spiel ist gut. Wirklich. In vielerlei Hinsicht. Das hat mich gerade jetzt... Hallo, langer Lachs. Das hat mich jetzt gerade innerhalb von einer Minute zweimal mega getrollt. Sie ist aufgegangen, als ich die Falle deaktiviert habe. Als die Wand zerbrochen wurde, wurde sie wieder geschlossen. Öffnen. Sie bewegt sich nicht. Irgendwas muss ich doch machen können. Hinkels Stall ist jetzt ein Bird-Rider. Vielen, vielen, vielen Dank, Hinkels Stall, für deinen Sub. Freut mich sehr. Okay, also. Der Zettel hat gesagt, Geburtsdatum und Todesdatum helfen noch nicht. Aber jetzt passt auf, hier ist auch eine Uhr, ne? Und die Uhr zeigt irgendwie auf 4. Aber was bedeutet das? 18.33 Uhr. 18.91 Uhr macht nicht wirklich Sinn, ne? Schreib mal deine YouTube-Resi-Videos. Wollt mal einen Sub hier lassen für dich. Dankeschön, das ist sehr nett von dir. Was machen wir jetzt hier? Sie bewegt sich nicht. Irgendwas muss ich doch machen können. Okay. Ah, hier ist ein Griff. Okay. Es ist einfacher, als ich dachte. Ich habe ihn kaputt gemacht. Na gut. Mach weiter so und viel Spaß beim Stream. Yo, dankeschön. Okay. Ich habe die Schrotflinte im U-Boot liegen lassen. Hi, 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 Delfin. Das muss ich mir aufschreiben. Definitiv. Ich glaube, das mit den Pilzen kann ich schon durchstreichen. Das war relativ nutzlos. Aber das brauchen wir noch. Hi, 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 hi. Viermal hi. Und dann Delfin. Zumindest glaube ich, dass das der schnellste Weg ist. Mit Mathe hatte ich es nicht so. Okay, ich bin auf das Rätsel gespannt. Sammlung von Videospieltipps. Ein Brief. Hallo Ed, wie sieht's aus? Ich habe endlich die Adresse, an die du das Erz schicken kannst. Wenn du geologisch interessante Proben auf den Lieferschein schreibst, können wir das Ganze als Forschungsmaterial tarnen. Ich werde die Lieferung einmal pro Woche abholen und sie in die Mine bringen. Mach dich auf was gefasst. Wir sind kurz davor, die erfolgreichsten Goldsucher seit 1848 zu werden. Gezeichnet Marv. Also, die haben hier irgendwie Wurzeln ausgegraben. Irgendwelche besonderen, magischen, bösen Wurzeln. Und haben mit denen irgendwas gemacht. Und dann haben sie aber auch Gold ausgegraben oder so. Das Gold haben sie dann nach Südamerika geschickt, damit sie so tun können, als würden sie das Gold dort ausgraben, oder? Ich glaube, so in der Art ist das jetzt aktuell. Ein Hochglanzmagazin. Das ist eine Zeitschrift für Erwachsene. Pfui, nein, danke. Naja, dann halt nicht. Eine kleine Erinnerung, bitte benutzt das Klavier im Spukhaus nicht für spontanes Geklimper. Es ist mit den Wänden verkoppelt und das komplette System ist ziemlich anfällig. Wenn ihr nicht zum Spukschloss-Team gehört, lasst einfach die Finger weg. Ein elektronisches Tastenfeld. Okay, warte mal, da ist ein Buch. Buch und ein Pfeil da drauf. Tom B. Stone. Das Jahr, in dem Solina starb. Ist das eine Art Hinweis? Oh, wann starb denn Solina? Wann starb Solina? Fragezeichen. Habe ich den Namen nicht gerade eben irgendwo gesehen? Wirklich? Ja, haben wir. Du hast absolut recht.
Wir müssen einfach noch mal kurz zurück zu den Himmelsrichtungsdingern. Da war nämlich irgendwas zu Lina. Salomon? Norbert Ostley? So, Lina ist gestorben, 1872. Nice. Sowas mag ich. Ich mag das, wenn die Lösungen der Rätsel in der Nähe sind. Das gefällt mir wirklich gut. Bin ich Fan von. Okay, dann können wir den Safe öffnen. Ich bin gespannt, was wir da drin finden. 1872. Die Kurbel! Wo brauchten wir die Kurbel gleich nochmal? Naja, so viele Räume gibt es zum Glück nicht. Das finden wir schon. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Safe hier. Ich glaube, ja genau, da ist irgendwas dahinter. Eine Granate, die brauchen wir vielleicht gleich. Da ist etwas drin. Aber kann ich es nicht öffnen, oder wie? Scheinbar nicht. Na gut, okay. Ich befürchte... Dann versuche ich mal, den großen Safe da zu öffnen. Ich glaube, damit wird der Riegel bedient. Ziehen. Ach, ich glaube, ich lasse da nur die weirde Frau rein, oder? Ja, genau. Endlich! Hey, wie bist du hier reingekommen? Ich bin durch die Gruft gegangen. Da war ein Grabsteinrätsel und eine Schrobflinte und eine tickende Uhr. Okay, so viele Details wollte ich gar nicht. Och, tut mir leid. Ich mache nur Spaß. Das hast du gut gemacht, okay? Es gibt einiges zu tun. Wer ist sie denn jetzt eigentlich? Was machst du da? Ja, ich glaube, das ist der perfekte Ort. Der perfekte Ort wofür? Ich nehme an, er benutzt diesen Aufzug. Das heißt, er sieht es auf jeden Fall. Redest du über Edward Crow? Ja. Könntest du mir einen Gefallen tun? Okay, klar doch. Was kann ich für dich tun? Ich muss diese Tische freiräumen und ein paar Dokumente hinlegen. Dauert nicht lange. Wieso ist es so hell in meinem Zimmer hier? Weil ich helle Beleuchtung habe. Was soll ich sagen? Das sollte reichen. Danke, dass du mir geholfen hast. For the Attendant of Edward Crow. Okay. Irgendwelche wichtigen Dokumente anscheinend für Edward Crow. Das wäre erledigt. Hoffentlich sieht er es. Wenn ich schon mal hier bin, sollte ich auch einen Blick in die Zelle werfen. Bist du reingegangen? Nein. Ah, das ist wohl auch besser so. Bis bald, pass auf dich auf. In welche Zelle? Okay, was haben wir denn hier? Wir haben hier eine Zeitung, The Atlanta Global. Juli 1988. Vorfall im Freizeitpark. Die Eltern Luke und Patricia Marshall gingen mit ihrer Tochter Elaine zu ihrem 5. Geburtstag in den örtlichen Freizeitpark, der nach seinem Besitzer Edward Crow benannte Crow Country Park ist ein kleiner Freizeitpark ein paar Meilen südöstlich von Atlanta. In der näheren Umgebung ist es zwar sehr beliebt, aber im Vergleich zu größerer Konkurrenz ist es ihm nie gelungen, große Besuchermengen anzulocken. Als Familie Marshall gerade durch den Gruselgebirgebereich des Parks ging, wurde Elaine von ihren Eltern getrennt. Eine halbe Stunde später tauchte Elaine wieder auf. Sie war sichtlich aufgelöst und hatte einen Blutfleck auf der Vorderseite ihres T-Shirts. Wahrscheinlich diese Aufspießregale. Elaine war offensichtlich in einen abgeriegelten Bereich des Parks gegangen und irgendjemand oder irgendetwas sehr Gefährlichem begegnet. Atlanta Central Radio konnte gestern mit Elaine im Westview Hospital sprechen. Da war ein Mann in einem Käfig.
Und das sind wir. Wir sind dieses Mädchen. Wir sind gar nicht Mara, sondern Elaine. Macht das Sinn? Vielleicht. Naja, okay. Medizinischer Bereich, Bericht. Patientin Elaine Marshall. Geburtsdatum 5.7.73. Und wir spielen 90. Dann wären wir 17. Mhm. Sie ist sehr klein. Vielleicht, weil sie sehr jung ist. Ich weiß es nicht. Verletzung. Wunde am Bauch und Brustkorb, die aufgrund einer bakteriellen Infektion nicht verheilt. Analyse der Bakterienart läuft nach wie vor. Vermuteter Verletzungsgrund: Angriff durch ein wildes Tier. Für die Behauptung der Patientin, sie sei von einer Person angegriffen worden, gibt es keine Beweise. Das war der Besucher oder irgendwie so. Ich will mal gucken, wie sich das alles zusammenfügt. Ich bin wirklich gespannt. Behandlung: laufende Behandlung einer bakteriellen Infektion. Derzeit gibt es keine Besserung. Anmerkung: die Patientin klagt auch über ständige Kopfschmerzen und Unwohlsein. Die weitere Behandlung hängt von der Vereinbarung zwischen der Familie Marshall und einem Drittsponsor ab. Dr. Margaret Fielding, Atlanta Westview Hospital. Julie Barron, die Anwältin, vor der alle zittern. 404555 und so weiter. Okay, okay. Interessant. 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 Dann versuche ich mal den Aufzug zu benutzen. Schwerer Fehler. Okay. Dann gehen wir mal da rein. Okay, Fließbänder. Moment mal, werden hier Fake-Gold-Nuggets hergestellt? Das Gold wurde in kleinen... Ja, tatsächlich, schau mal, da kommen irgendwelche goldenen Dinger. Die werden hier in Nuggets gebrochen und dann in die Steine gedrückt. Der Prozess ist verkehrt rum. Hier werden Fake-Steine hergestellt. Das Gold wurde in kleine Stücke zerbrochen. Ich glaube, sie zerkleinern die Goldstäbe. Sie erinnern mich irgendwie an einen Mörser. Was ist das? Ein kleiner Kanister mit Benzin. Ach so, ich kann nichts mehr tragen. Ich habe schon so viel Flammenwerfer-Munition, dass ich nichts mehr tragen kann. Wo ist der verdammte Flammenwerfer? Hi, Mad Max. Wir hatten eine Schrotflinte, ja. Aber die war aus Plastik und ist kaputt gegangen. Und das Spiel hat mich sehr getrollt jetzt die letzte Zeit. Das war ziemlich lustig. Oben liegen Steine in einem Trichter. Aber ist hier sonst noch irgendwas? Ich sehe hier quasi nur, das ist vielleicht nur storyrelevant, der Raum. Aber gut, okay. Und hier hinten gibt es auch noch einen Raum, wo wir reingehen. Ah, guck mal. Hier ist sie wieder. Tollmans Aufzeichnung, 24. März 88. Die Story, die spitzt sich ziemlich zu. Das ist ziemlich spannend, muss ich sagen. Ich bin wirklich gespannt, wo das jetzt hinführt. Ich habe mit dem Boss den Lagerraum in einer Arrestzelle verwandelt. Pike ist davon nicht gerade begeistert. Er sagt, wir haben nicht das Recht, Leute festzuhalten, selbst wenn sie, im Park ein Verbrechen begangen haben. Ich habe ihm gesagt, dass sie nicht für Verbrechen vorgesehen ist. Der Boss bringt den Gast hierher. Er sperrt ihn in die Zelle. Und davon, von dem Gast, wurde das Mädchen verletzt, das wahrscheinlich wir sind. Er will ein paar Tests durchführen. Er sagt, es beschleunigt die Sache erheblich, wenn er nicht jedes Mal runter ins Labor muss. Und dieser Gast hat diese bakterielle Infektion mitgebracht, von der alle irgendwie betroffen sind. Und der Gast kommt aus einem Paralleluniversum oder so. Naja, ich halte es für eine sehr schlechte Idee, den Gast an die Oberfläche zu bringen. Vor allem, solange der Park noch geöffnet ist.
und ich behalte auch umgehend recht. Ein Mädchen namens Elaine Marshall gelangte irgendwie in die Arrestzelle und begegnete dem Gast. Sie wird dabei verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Hey, aber wartet mal, rein logisch betrachtet. Jetzt mal ganz kurz, ne? Ich mag das Spiel sehr gerne. Aber das macht gerade überhaupt keinen Sinn. Weil dieses Himmelsrichtungsrätsel, das wir da unten gelöst haben, das Schild, das da drin war, hat suggeriert, dass das ein Rätsel ist, das eben die Kinder im Freizeitpark lösen sollen. Und dann, wenn sie das gelöst haben, kommen sie in dieses Hinterzimmer mit dem Pornoheftchen und der Zelle mit dem infizierten Monster? Wirklich? Ist das so eine gute Idee? Das ist ein bisschen komisch. Aber gut, der Boss sieht sich gezwungen, den Park zu schließen. Ich fürchte, das ist nicht das Ende, sondern erst der Anfang. Okay. Hier war also der Infizierte drin. Oh, da ist eine Bodenplatte locker. Mit einem Knopf. Die Zellentür wurde entriegelt. Okay. Jetzt reden wir erstmal mit ihr hier nochmal. Da wären wir. Genau hier ist der Vorfall passiert, durch den Crow Country geschlossen wurde. Siehst du? Hier wurde alles gründlich sauber gemacht. Was natürlich auch eine Art Beweis ist. Das heißt also, dass sie hier sauber gemacht haben, beweist, dass hier irgendetwas passiert ist. Irgendwas, was sie vertuschen wollten. Richtig. Wie geht das Sprichwort? Wo Rauch ist, ist auch Feuer. Wo Bleichmittel ist, ist auch Blut. Oh, das ist gut. Das Sprichwort werde ich mir angewöhnen. Es ist schon okay. Du musst nicht hier bleiben. Du hast sicher viel zu tun. Stimmt. Du suchst Edward Crow, stimmt's? Weißt du, wo er ist? Ich will in seinem Büro. Das ist, glaube ich, im Nordosten des Parks. Nordosten? Dann musst du anscheinend durch das Spukschloss. Okay, danke, Julie. Okay, na gut. Jetzt gehen wir mal in die Zelle rein. Ein Heilmittel. Ein Bett. Es riecht stark nach Bleichmittel. Okay, anscheinend ist hier leider enttäuschenderweise wirklich nur ein großes Heilspray drin gewesen. Okay, schade. Schade eigentlich. Na gut, okay. Dann hauen wir wieder ab hier. Hat der am Telefon nicht gesagt, dass Mara zum zweiten Mal im Park ist? Oh, das weiß ich gar nicht mehr, aber das wäre natürlich... Das wäre natürlich eine interessante Aussage, definitiv. Na, ich bin gespannt. Oh Gott, was ist das? Ich werfe eine Granate. Das ist mir zu gruselig. Ist er tot? Ich glaube schon. Ich find's voll cool, wie viele unterschiedliche Gegner es gibt. Und das Spiel spart auch mit Gegnern. Und das macht die so unheimlich, weil immer wieder was Unbekanntes passiert, ne? Das ist wirklich gut. Das gefällt mir gut. So, jetzt müssen wir nur mal überlegen, was wir jetzt machen. Wir haben, glaube ich, nichts im Inventar, oder? Was uns irgendwie... Ah doch, wir haben die Kurbel jetzt. Genau. Wo brauchte ich die Kurbel gleich nochmal? In der Ausgrabungsstätte. Oh, shit. Ich weiß nicht, ob ich da runter will. Ah, aber da geht's jetzt hin. Shit. Im Spukschloss, da haben wir noch was. Da haben wir noch auf jeden Fall den Zwerg und so. Im Verlies. Ach so, ja genau, aber da können wir noch nichts machen. Ja, okay. Ja, okay. Da gehen wir jetzt hin. In die Ausgrabungsstätte. Oh Gott, shit. Finde ich sehr unheimlich, dass wir da jetzt hin müssen. Wo geht's rein hier? Da lang? Ah, das sind kleine Gegner. Vorsicht, nicht drauftreten. Bin ich hier richtig? Oh Gott, jetzt sind hier auch kleine Gegner.
So, ich muss mal ganz, ganz kurz eine Pinkelpause machen, Leute. Ich bin sofort wieder da. Kleinen Moment. Weiter geht's. Yagami, Tentakel Power. Let's go. Hallo. Okay, wir hatten anscheinend genug Fortschritt, dass neue Gegner platziert wurden. Deswegen müssen wir auch in Gebieten, in denen wir schon waren, glaube ich, lieber ein bisschen vorsichtig sein. Oh Gott, ich dachte schon, die Pilze kommen auf mich zu. Ich glaube, ich gehe noch mal kurz speichern. Ich glaube, ich habe gerade gespeichert, oder? Aber ist doch wurscht. Gehen wir noch mal speichern. Man kann nie genug speichern. Meint ihr, diese Future Zone war ursprünglich mal wirklich geplant und wurde dann im Spiel nicht mehr fertig und dann hat man irgendwie so einen Insider-Gag draus gemacht, dass die Future Zone nicht fertig geworden ist oder sowas in der Art? Ach, ich sehe jetzt erst, dass hier auch Goldklumpen rumliegen überall. Ah, die künstlich fabrizierten. Hallo Adepta, was geht? Okay. Dann gehen wir jetzt ab ins Loch. Ey, ich habe so keinen Bock, da runter zu gehen. Ich bin wirklich nervös. Ich habe wirklich ein bisschen Angst davor, was uns da unten erwartet. Ist da dieser Teich, aus dem die Besucher kommen? Sind da die Wurzeln? Alles so mysteriös. Los geht's. Ich finde es schön, wie sie ihren Kopf so ein bisschen nach unten legt. Ach so, ich bin hier falsch. Wenn sie durch so niedrige Gänge geht. Das ist ein nettes, kleines Detail. Ah, Moment mal. Brauchten wir hier überhaupt nicht die Kurbel? Doch, oder? Ah, okay, wir füllen jetzt irgendwie Wasser rein. Hä? Aber der Kran funktioniert immer noch nicht. Okay, vielleicht fehlt noch was. Ein Zahnrad oder so. Aber für was brauchen wir die Kurbel dann? Jetzt muss ich nochmal... Oh, eine fixierte Waffe. Oben ist ein Ventil. What the fuck? Ich glaube, der Benzintank ist fast leer. Naja, Benzin hätte ich, ne? Jede Menge Benzin drin. Okay, hier ist ein Flammenwerfer, ne? Ein stationärer aber. Also, hä? Ich kann nicht nochmal Flüssigkeit reinfüllen. Das ist jetzt erledigt. Hier fehlt irgendwas, das wir noch nicht haben. Und dann brutzeln wir irgendwas mit dem Flammenwerfer oder sowas, wenn wir es dann hochholen oder wie? Oder was? Oh, ich habe ein Geheimnis gefunden. Schrotflintenlaser. Ey, wenn ich jetzt noch eine Schrotflinte kriegen würde, das wäre ein Traum. Okay. Okay, dann muss ich mal gucken, wo wir die Kurbel nochmal gebraucht hätten. Ich kann mich jetzt gerade nicht mehr an ein... Doch, ich kann mich an ein Kurbelloch erinnern. Glaube ich. Im Eingangsbereich. Genau hier. Yes. Natürlich sind da blutige Speerspitzen in dem Vergnügungspark. Warum sollten auch keine blutigen Speerspitzen im Vergnügungspark sein? Die wundern sich, dass die verklagt werden.
hab's mir gedacht nämlich. Ich hab's mir genau gedacht. Aber uns ist nichts passiert. Ich dachte, wir werden umgebracht. Okay, jetzt sind wir in der Unterwasserwelt. Ocean Kingdom. Sieht wirklich so aus, als würden wir hier unter Wasser gehen. Der Effekt ist gut. Eine Bananenschale. So, ich durchsuche hier erstmal alles, bevor wir uns die Räume anschauen. Hier ist auch eine Krähe drin. Ah, im U-Boot ist die Schrotflinte, oder? Da gehe ich jetzt aber dann sofort rein. Aha, da drin ist tatsächlich die Schrotflinte. Safe Nummer 21. Persönlicher Besitztum von Captain Nemo. Kann man nicht öffnen. Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit. Meeresregeln. Krake 2 Punkte, Hai 6 Punkte, Qualle minus 5, Delfin minus 3, Kugelfisch mit 2 multiplizieren, Schildkröte auf 0 zurücksetzen. Drücke den roten Knopf, um die Punktzahl zurückzusetzen. Und der ist 21, ich verstehe, okay. Videospiel-Tipps. Medkit. Hier läuft so beruhigende Musik. Ich wollte gerade sagen, ist hier ein Feuer. Und tatsächlich ist hier ein Feuer. Hätte ich gar nicht zum Speichern gehen müssen. Okay, jetzt kriegen wir endlich die Schrotflinte. Das wird awesome. Aber jetzt gucken wir mal kurz noch hier. Hallo Ed, wie geht's? Ich habe deine Lieferung bekommen. Das System läuft. Und das Wichtigste, ich habe einen Großabnehmer für das Gold. Als er sich alles angeschaut hat, musste ich eine ziemliche Show abziehen. Aber ich glaube, ich bin damit durchgekommen. Ich habe eine Idee wegen der Steine, die du für das Erz benutzt. Meinst du, irgendjemand würde hier erkennen, dass es kein brasilianisches Erz ist? Würde jemand erkennen, dass es eigentlich aus Georgia stammt? Vielleicht mache ich mir zu viel Gedanken, gezeichnet Marv. Ja, das bestätigt unsere Theorie. Ah, okay, die Waffe funktioniert nicht, aber ich kann meine Waffe benutzen. Und die Lösung, die da aufgeschrieben wurde, ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht die einzige Lösung, ne? Aber das wäre viermal Hai. Und einmal Delfin. Da sind etliche Meeresschätze drin. Und eine Schrotflinte. Sieht aus, als wäre sie echt. Kaliber 12 Schrotflinte! Ich habe die Schrotflinte bereits genommen. Nice! Wartet mal, ich lade mal die Pistole noch schnell nach. So. 12 Schuss nur? Ich dachte, wir haben schon voll viel. Aber vielleicht ist 12 voll viel. Wahrscheinlich sollte ich mir die Schrotflinte echt gut einteilen, aber... Jetzt laden wir die erstmal nach. Yeah! Und wir haben auch schon Laserpointer für die Schrotflinte. Wie war das gleich nochmal? Irgendwie kann man doch Waffen wechseln, stand da mal irgendwo in dem Tipp. Ah, hier. Gut. Na, super. Das ist cool. Na, da speichere ich gleich nochmal. Okay, das ist zwar jetzt cool und so, aber jetzt weiß ich trotzdem ehrlich gesagt nicht, wie es weitergeht. Weil die Kurbel hat uns jetzt... Ach so, Quatsch. Oben ist noch voll viel zu erkunden, ne? Trottel. Alles gut. Okay. Vielleicht sollte ich die Schubflinte gleich mal auspacken. What the fuck? Voll cool, dass das Spiel so viele unterschiedliche Gegnertypen hat und so sparsam einsetzt. Das ist wirklich gut, dass die nicht so verheizen. Immer wieder steht plötzlich was Neues vor einem, ne? Richtig gut.
Und wie der zusammengebrochen ist, dass er noch so einen letzten Exekutionsschuss braucht, ne? Eigentlich voll cool gemacht. Hey, extra Leben, glaube ich. Wenn ich das richtig verstanden habe. Eine Limonadendose. Dass sich hier so viel animatronisches Zeug immer bewegt, macht mich total fertig. Ich meine, da und oh Gott, da hinten ist noch ein Gegner. Und dann stimmt's gar nicht. Wie ich gesehen habe, ist die Säureflasche im Meerjungfraukäfig fast leer. Ihr könnt sie mit dem Säuretank wieder auffüllen, aber die hat Crow offenbar auf die unterirdische Ebene bringen lassen. Ich habe keine Ahnung, wozu er sie benutzt. Danach habe ich ihn nicht gefragt. Okay. Oh Mist, da ist ein kleiner Gegner. Den habe ich gar nicht gesehen. So, wir sind jetzt wo eigentlich? Oh, wir haben noch keine Karte von dem Gebiet. Okay, wartet mal, dann gehe ich nochmal schnell zurück zum Eingang. Nur damit ich systematisch alles abgehen kann. Okay, hier sind wir reingekommen. Hier wäre die erste Tür. Lager, nur für Mitarbeiter. Bewegt sich nicht. Möglicherweise... ich sehe keine Möglichkeit, sie zu öffnen. Neptuns Palast. Wir haben leider geschlossen. Von der anderen Seite. Na, schade. Im U-Boot waren wir jetzt schon. Was haben wir hier? Die sieht massiv aus. Bewegt sich nicht. Ah, da ist noch ein Zettel an der Tür. Könnte bitte jemand die Bewässerungsanlage im Theater an die Hauptwasserversorgung anschließen? Derzeit ist sie nämlich an einem Wassertank angeschlossen, aber er ist nicht luftdicht und wird daher im Laufe der Zeit austrocknen. Ist das ein Hinweis, dass ich da nochmal hingehen sollte? Weil der austrocknet? Versteht ihr, was ich meine? Ergibt sich da jetzt ein neuer Weg oder so? Ich schätze mal, da sollte ich nicht reingehen, oder? Ein Gasabzug. Aus dem Abzug im Boden steigt Rauch auf. Es riecht übel. Ich will nicht näher rangehen. Ja, okay. Ja gut, dann haben wir jetzt eh nur einen Gang, den wir jetzt noch gehen können. Und zwar hier in die versunkene Schatzkiste. Ah, das Licht ist schon an. Okay, scheiße. Heller wird's nicht mehr. Der Strom ist nicht eingeschaltet. Oh. Hallo? Ein komischer Typ. Kannst du mir bitte nicht ins Gesicht leuchten? Ich habe ohnehin schon schlimme Kopfschmerzen. Wer bist du? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Ich bin Mara. Agent Mara Forrest. Wow, das klingt ja wie eine weibliche Version meines Namens. Wie heißt du denn, Mark? Marv. Natürlich. Marvin Trumbull. Warum bist du hier? Bist du hier angestellt? Nein, aber ich arbeite mit Ed zusammen. Wir sind, Geschäftspartner. Edward Crow? Ja. Weißt du, wo er ist? Das wollte ich dich auch gerade fragen. Ah, Mist. Er hat es wirklich getan, was? Getan? Was denn? Hey, wie alt bist du eigentlich? Alt genug. Schicke Waffe übrigens. Ist das eine Browning? Eine Colt? Ja, klar. Marvin, welche Art von Arbeit machst du für Crow? Normalerweise arbeite ich in Übersee. Ich bin nur für einen kurzen Besuch wieder hier. Aber von Crow fehlt jede Spur. Super Timing. Ich bin sicher, er steckt hier irgendwo.
Ich wollte den nordwestlichen Aufzug nehmen, aber Tolman läuft da die ganze Zeit rum. Tolman? Ja, weißt du, Eds Typ für die Wurzelgrabungen. Wurzel? Was? Vielleicht versuche ich es mit dem südwestlichen Aufzug. Das könnte hinhauen. Moment, die Aufzüge sind doch kaputt, oder? Ja, kommt ganz drauf an. Worauf denn? Ich glaube, ich sollte los. Man sieht sich, Mary. Tut uns leid, derzeit kaputt. Moment, ist dahinter ein zweiter Zettel? Was? Lege die Spielhalle-Punktzahl fest. Die Delfin-Punktzahl sollte das Doppelte der Meerjungfrau-Punktzahl betragen. Die Boot-Punktzahl sollte das Doppelte der Delfin-Punktzahl betragen. Die Hai-Punktzahl sollte das Doppelte der Boot-Punktzahl betragen. Hä? Ah, Silberschlüssel. Dann könnten wir hier die Spielhalle anscheinend anschalten. Okay. Aber ich schätze mal, aktuell können wir hier dann erstmal nicht viel machen. Sap Girl! Sieht nach einem coolen Spiel aus, Sap Girl. Na gut, dann gehe ich jetzt mal da lang, wo der lang gegangen ist. Granate. Oh mein Gott. Will ich wissen, was da drin ist? Eine große Holzkiste. Aha, da drin atmet irgendwas. Warum machen wir auf? Nichts ist passiert. Okay. Oh mein Gott. Warum sollte... Warum? Aber okay, es ist nichts passiert. Aber warum? Kann man das wieder zumachen? Ich finde es sehr nervös, dass da jetzt offen ist. Naja, okay. Wo zur Hölle klingelt hier ein Telefon? Ah, hier. Hallo? Granate rein! Hey! Das ist gar keine schlechte Idee, Mad Max. Aber was, wenn da eine Katze drin sitzt, die sich da versteckt hat? Aber wenn man schon eine Granate findet, ne? Oh, ich mach's, Mad Max, ich mach's. Das Schlimmste ist, ich wollte das Gold eigentlich gar nicht. Es war mir ziemlich egal. Mein Vater wollte es. Er traf die Entscheidung, das Land zu kaufen. Als er Jahre später starb, hinterließ er mir Crow Country komplett. Mir blieb nichts anderes übrig, als zurückzukehren. Ich musste fertigstellen, was ich begonnen hatte. Moment, der Freizeitpark gehörte ursprünglich deinem Vater? Nein, Crow Country ist der Name des Grundstücks. Dieses Grundstücks. Okay, okay, okay. Das ist also alles schon älter als... als der Vergnügungspark hier. Ah, nein! Ich versuch's nochmal, auch wenn es wahrscheinlich Verschwendung ist. Nein! Okay, ich glaube, es funktioniert nicht. Ich will nicht noch mehr Granaten verschwenden. Aber es war eine gute Idee. Vielleicht habe ich mich jetzt auch nur doof angestellt. Ich kann es nicht sagen, aber naja. So, jetzt pass auf. Da haben wir jetzt mehrere Möglichkeiten. Hier waren wir schon, ne? Genau. Der Aufzug funktioniert wieder nicht. Die Tür ist verschlossen. Ein Schlüsselloch gibt es auch nicht. Da ist ein Schild, aber da steht nichts drauf. Ich mag diese Tür nicht. Ah!
Das Schild ist runtergefallen. Ich möchte betonen, dass ich mein Problem mit Gewalt gelöst habe. Hinter dem Schild ist ein silbernes Schlüsselloch. Das ist sehr lustig. Das ist sehr lustig. Oh, das ist irgendwie nicht sehr lustig. Ist da eine geköpfte Person? Und wird der Kopf von der Person irgendwie mit irgendwas gefüllt von der Maschine? What the fuck? What the fuck? Okay. Gehen wir mal in die Lounge. Ah, da sitzt der Polizist mit seinem Fahrrad. Von hier aus kann ich die Loge sehen. Harrison James sitzt auf dem Sofa. Er hat mich noch nicht bemerkt. Das macht Spaß. Okay, das reicht fürs Erste. Die Wurzelgrabungsbereiche müssen verschlossen bleiben, wenn sie nicht benutzt werden. Wenn ihr auf die zugreifen müsst, findet ihr den Schalter, der alle Türen freigibt, im Schalterraum, also im nordwestlichen unterirdischen Bereich. In der Mine steht bald eine Inspektion an von den nationalen Behörden. Das Ganze macht mir Angst. Jemand hat mir gesagt, dass sie die Mineralien im Erz testen. Prüfen die, ob die zur Gegend passen oder was? Jemand anderes sagt, sowas würden die niemals machen. Aber bei mir werden die das machen, weil die definitiv irgendeinen Verdacht haben. Ich habe also eine Kiste mit Steinen und Erde geschickt. Sag Bescheid, wenn das Zeug bei dir ist. Der Inhalt war gratis, aber die Lieferkosten für so eine schwere Kiste waren enorm. Aber wenn wir so die Inspektion austricksen können... Gezeichnet Marv. Bananenschale. Aha! Pass auf, das sollte ich mir irgendwie aufschreiben. Warte mal. Arcade. Meerjung 1 mal 2 ist gleich Delfin. 2 mal 2 ist gleich Boot. 4 mal 2 ist gleich Pistole 8. Ist notiert. Ist notiert. Weil wenn ich da einen Screenshot mache, dann schaue ich wieder nicht nach. Dann weiß ich wieder nicht, wo der gespeichert ist. Machen wir schon so lieber. Ist das der Safe-Raum, in dem wir schon immer waren? Ja, ich glaube schon. Hallo. Hallo. Na, sieh mal einer an. Wen haben wir denn da? Mara, du hast mir gesagt, du warst kurz davor zu gehen. Ich habe mich verlaufen. Aha. Ich bin nicht dumm, weißt du? Hast du Natalie gefunden? Nein, noch nicht. Ich dachte, sie wäre vielleicht hier, aber was liest du da? Das ist ein altes Buch über den Abbau von Gold. Es ist wirklich... sieht langweilig aus. Mara, kann ich dir irgendwie helfen? Wie fühlst du dich? Was meinst du damit? Bist du verletzt? Du wurdest doch nicht etwa angegriffen, oder? Von irgendwas. Du hast sie also auch gesehen. Diese Kreaturen. Haben sie dich angegriffen? Nein, ich bin weggerannt, so schnell ich konnte. Ich dachte, ich würde verrückt. Oh, Leute, ja! Ah! Oh. Definitiv waren wir das Mädchen. Definitiv waren wir das Mädchen. Und deswegen sind wir wieder hier. Wisst ihr warum? Ganz am Anfang bin ich doch zu Arthur ans Auto gegangen und hab zu Arthur gesagt so, wie geht's dir? Und er hat gesagt, ja, Kopfschmerzen, Schwindel. Und dann haben wir gesagt, ja, ja, dich hat das gleiche angegriffen, was mich angegriffen hat. Aber zu der Zeit habe ich noch keinen Schaden genommen in dem Spiel. Und ich dachte mir, das ist vielleicht ein Fehler und die sind davon ausgegangen, dass man sowieso schon Schaden nimmt oder so bis zu der Stelle. Aber nee, wir reden von unserer Kindheit. Wir reden davon, dass wir als kleines Kind schon mal von dem angegriffen wurden. Das, jetzt haben wir es nämlich. Der Fall ist gelöst. Wir sind die Ellie oder wie sie geheißen hat. Das ist es.
Ich weiß trotzdem nicht, warum genau wir jetzt hier sind, aber das ist schon mal interessant, finde ich. Okay. Mara, was sind das für Dinger? Was ist hier los? Weißt du irgendwas? Harrison, wenn du wirklich unverletzt bist, dann solltest du gehen. Geh, solange du noch kannst. Das kann ich nicht. Erst muss ich Natalie finden. Natalie? Ich weiß nicht, warum ich das gerade so ausgesprochen habe. Sie könnte in Gefahr sein. Suchst du immer noch nach Natalie? Wo hast du schon nachgeschaut? Nirgends. Wo ich auch hingehe, überall sind versperrte Türen und blockierte Gänge. Irgendwie scheine ich ständig irgendeine komischen Schlüssel zu brauchen. Das nervt. Ach ja, das ist halt einer dieser Orte. Nach einer Weile gewöhnt man sich dran. Okay. Na, Schönchen. Dann würde ich sagen, ist jetzt ein schöner Zeitpunkt, um Schluss zu machen für heute. Oh, cooles Spiel. Ohne Scheiß, das gefällt mir richtig gut. Jetzt gerade weiß ich zwar ehrlich gesagt nicht, wo wir hin müssen. Das ist ein bisschen traurig. Aber ansonsten finde ich das bisher schon sehr, sehr, sehr gut. Gefällt mir wirklich richtig gut. Theater, Schwanenboot. Wir müssen beim nächsten Mal, glaube ich, einfach mal alle Räume, die noch so einen roten Kringel haben, absuchen, ne? Und dann schauen wir mal. Beziehungsweise könnten wir gucken. Es gibt auch noch ein paar graue Türen tatsächlich. Ah ja, guck mal, da unten beim Mitarbeiterflur. Da gibt es noch eine Tür, die nach unten führt, in einen Raum vom Meeresbereich, wo wir noch nicht waren. Ich kann mir das definitiv nicht merken, deswegen schreibe ich mir das tatsächlich auf. Wartet mal. Anfang. Norden. Meeresbereich. Weil nächste Woche ist kein Stream, weil ich da auf der Gamescom bin die ganze Woche. Da fahren wir schon Dienstag hin nach Köln. Und übernächste Woche geht's aber dann weiter. Das Spiel gefällt mir echt gut, da freue ich mich schon sehr drauf. Finde ich jetzt fast schade, dass wir hier jetzt eine Woche Pause machen müssen, aber hilft nichts. Na schön, Leute. Vielen, vielen Dank für alle Bits, für alle Subs, fürs Dabeisein. Hat mich sehr gefreut. Übernächste Woche geht's dann am Dienstag um 19 Uhr ab jetzt immer weiter. Gute Nacht, schlaft gut. Tschüss.